Hallo, liebe Liebenden. Schön, dass ihr Hella. da seid. Herzlich willkommen, Shalom und einen anderen Gruß eurer Wahl eingefügt. Heute habt ihr möglicherweise erwartet, dass es hier Pathfinder gibt. Gibt's aber nicht, Badge. Alles anders. Sehr spontan hat sich dat Jocke bereit Ach, ich. erklärt. Das ist der da. Das ist der Jocke. Der hat sich bereit erklärt, uns einzuführen. So. Ich möchte aber Was? noch was loswerden zum Thema Patreon des Monats und Egelkirsch. Ja. Das gibt es auch nur alle 4 Jahre, weil dieses Jahr ist eh ein Schaltjahr, da darf man auch mal einen Tag länger, also es wird keiner benachteiligt. So. Ist ein Schalt-Patreon. Ein Schalt-Patreon. Genau. Stimmt, ist ja Schaltjahr. Das Schaltjahr. Ist dein Stream, Jocke? Ich übergebe mal an dich. Ich übergebe mich. Mach Ja, ich. einfach. Ja, schönen guten Abend, liebster Chat. Ich hoffe, ihr seid zahlreich da und habt auch Lust, mit uns diesen chaotischen Tag irgendwie einzurahmen. Also der Tag heute, chaotischer ging es wirklich nicht. Und wenn ich so die Gespräche vorhin zwischen den Teilnehmern hier gehört habe, war das bei allen so. Ja. Ja. Meine lieben Freunde, heute gibt es keinen Pathfinder. Heute gibt es eine Runde. Wir bauen Charaktere für Dragonbane und wenn wir Glück haben und zeitig durchkommen, gibt es noch eine ganz kleine Einführung in das tollste Fanzine für Dragonbane, das es auf dem deutschen Markt gibt, nämlich auch aktuell das einzige. Den Bürzel! Haha! Der Bürzel gesponsert bei mir. Und natürlich bei dem großartigen Künstler, der für dieses tolle Cover verantwortlich ist, namentlich benannt, Ed Kraken. So. Dragonbane. Dragonbane ist ja momentan in aller Heißt das dann Munde. Kregenbane? Das ist Kraken Bane, ja. Nein. Dragonbane ist ja momentan in aller Munde, besonders dadurch, dass nicht nur Free League, sondern auch mittlerweile der Uhrwerk Verlag ein richtig, richtig erfolgreiches Crowdfunding dafür auf den Tisch gelegt hat. Und holla die Waldfee ist das durch die Decke gegangen. Dafür erstmal danke an alle da draußen, die mitgemacht haben, um Dragonbane nach Deutschland zu bringen. Das ist wunderbar. Im Zuge dessen, ich werde heute auf die englischen Regeln zurückgreifen. Das soll euch aber nicht daran hindern, morgen beim Uhrwerk Verlag einzuschalten, denn die machen auch noch mal einen lustigen Stream zu Dragonbane. Und die freuen sich bestimmt auch, wenn ihr da seid. Aber heute bleibt ihr hier. Heute guckt ihr uns zu. Wir haben hart dafür gearbeitet, dass der Tag heute so läuft, wie er läuft. Nutzt ja auch nichts, wenn ihr jetzt rübergeht, die fangen erst morgen an. Eben. Ja, Dragonbane ist ein uraltes Spiel. Naja, uralt nicht, aber es ist gut 40 Jahre auf dem Buckel. Das ist uralt für Rollenspiel. In Schweden, also für die Schweden eigentlich das, was für uns DSA ist, und als Alternative damals zum schwer erhältlichen, zumindest in den skandinavischen Ländern schwer erhältlichen Dungeons and Dragons galt. Und zwar, das ist jetzt gut 40 Jahre alt, das Rollenspiel, und mit der Neuauflage auch richtig schön illustriert von Johann Eggerkranz. Ein absolut großartiger Illustrator, dessen Werke ihr wahrscheinlich schon von Wesen kennt. Ja, ich würd gar nicht so viel über Dragonbane erzählen. Wir machen hier keine Produktvorstellung, sondern wir bauen heute Charaktere. Und zwar machen wir das auf lustige und klassische Art. Wir würfeln alles aus. Ist nicht ganz so Alles. schlimm, glaube ich, wie Traveler-Charaktere auszuwürfeln, oder? Nee, nee, Man nicht kann ganz nicht so schlimm. sterben dabei. Nein, nein, kann man nicht. Kann man nicht. Aber meiner Meinung nach ist das beste Erlebnis, wie man Dragonbane angehen kann, eben dadurch, dass man einfach reingeworfen wird und einen Charakter sich auswürfelt. Und damit fangen wir doch einfach mal an. Würfelt alle mal ein W12.
Wir haben übrigens vorher gesagt, wir sind knallhart, wir nehmen alles, was kommt. Zwölf. Yes! Elf. Sechs. Sechs. Acht. Okay, das, wir fangen mal bei der Sechs an. Das bedeutet, Isuna, du hast einen Halbling. Wir gehen zur Acht. Kregen, Sie, mein guter Herr, sind ein Zwerg. Die Elf, liebes Lama, du hast den großen Jackpot gezogen. Sie sind eine Ente. Und Lea Rabea, Sie sind ein Wolfsmensch oder Wolfkin, wie er im Englischen heißt. Geiler Scheiß. Das sind schon mal eure... Ich freue mich, weil Saskia hat heute gesagt, egal was du auswürfelst, Hauptsache der Charakter hat am Ende einen Bürzel. Das habe ich jetzt schon geschafft. Ab jetzt ist egal, was kommt. Vor allen Dingen ist dann unsere Befürchtung, wir hätten hinterher eine reine Zwergentruppe schon mal völlig ausgelöst. Wobei die Idee von vier Zwergenbaden war schon nicht schlecht. War schon nicht schlecht, ja. Ja. Das bedeutet, jeder von euch hat für sein Kin, oder ich weiß nicht, wie es ins Deutsche jetzt übersetzt wurde, wahrscheinlich Volk oder sowas, eine inhärente Fähigkeit, eine Ability. Bei dem Halbling ist es ein Volk, Hard to Catch, kostet 3 Willpower Points, was das damit auf sich hat, da kommen wir später noch zu. Du kannst diese Fähigkeit aktivieren, wenn du ausweichst, also wenn du einer Attacke ausweichst, dann bekommst du einen Vorteil auf deinen Ausweichenwurf. Wo schreiben wir das denn hin? Bei Abilities und Spells. Ja. In die linke Ecke. Und bei Kin kommt jetzt sozusagen... Bei Kin Wolfkin. Kommt, genau. Also bei dir kommt Wolfkin, bei Isuna kommt Halfling, bei Kregen kommt Dwarf und beim Lama kommt der Mallard. Ich weiß nicht, wie das ins Deutsche übersetzt wird. Das ist, glaube ich, noch nicht... Haben, glaube ich, nur Ente. Ja. Haben nichts Besonderes. Ich bin ein Erpel. Ein Erpel, ja. Erpel, ja. Mit einem riesen... Das machen wir nicht aus. Würzel. Ich wollte gerade sagen. Nein, aber das Alter würfeln wir aber gleich noch aus. Schade. Bei Kregen, dem Zwerg, du hast die Ability Unforgiving. Mhm. Du kannst diese aktivieren, wenn du jemanden angreifst, der dich schon mal irgendwann in der Vergangenheit verletzt hat, mindestens einen Punkt Schaden gemacht hat. Und dann bekommst du einen Vorteil auf deinen Wurf. Es ist egal, wann dieser Schaden gemacht wurde. Zwerge sind so stur und vergeben nicht so einfach. Es steht hier auch noch, es mag weise sein, die Namen derjenigen, die dich verletzt haben, niederzuschreiben, damit du es nicht vergisst. Ja? Wenn ich schreiben kann, mache ich das. Also das heißt, du kannst wirklich jeden einzelnen Namen, der dir jemals wehgetan hat, aufschreiben. Und wenn du den angreifst, dann kriegst du einen Vorteil, wenn du die Fähigkeit benutzt. Alter. Stell dir mal vor, im Kampf erstmal fragen, wie heißt du? Alter, kenne ich dich? Genau. Ich kenne dich doch. Nein. Ich kenne dich. Ja. Aber ich bin mir sicher, es war mein Bruder. Ich schreibe die Linien alle auf den Griff meiner Axt. Moment. Unser Enterich Apple bekommt tatsächlich als einziges Volk 2 Abilities. Wow. Die eine kostet keine Willpower-Punkte, das sind Webbed Feet, das heißt, du hast halt Schwimmhäute zwischen den Füßen. Ja, du bekommst einen Vorteil auf Schwimmwürfe, wenn es ums Schwimmen geht. Und du bewegst dich immer mit voller Geschwindigkeit in oder unter Wasser. Hervorragend. Die zweite Fähigkeit ist Ill-Tempered. Kostet 3 Willpower-Punkte.
Apple tendieren dazu, cholerisches Temperament zu haben. Du kannst diese Fähigkeit aktivieren. Kostet dich keine Aktion. Mhm. Wenn du einen Skillwurf machst und du bekommst einen Vorteil auf den Wurf. Du wirst außerdem angry, das ist ein Zustand, zu den Zuständen kommen wir noch, wenn du es nicht schon sowieso bist. Diese Fähigkeit kann nicht benutzt werden für intelligenzbasierte Skills. Okay. Ja, also du bist Donald Duck. Also ich kann mir, wann immer ich einen Skillwurf machen muss, kann ich entscheiden, dass ich richtig sauer werde dabei. Ja. Ja. Und dann bekomme ich einen Vorteil. Genau. Es gibt 3 Wins Points aus und geil. Cholerische Ente. Hast du mich gerade cholerisch genannt? Was? Wie war doch gleich dein Name? Weiß ich doch nicht, die muss ich doch auswählen. Und unser Wolfkin bekommt Hunting Instincts. Also Jagdinstinkte. Kostet auch 3 Willpower Points. Du kannst diese Fähigkeit benutzen, um eine Kreatur in Sichtweite zu bestimmen. Oder eine Kreatur, wo du erschnüffeln kannst. Und die bestimmst du als Beute. Das zählt als Aktion in einem Kampf. Also wenn es ein Kampf ist, würde das als Aktion gelten. Du kannst diesem Geruch deiner Beute einen ganzen Tag lang folgen und du kannst einen weiteren Willpower-Point ausgeben, um einen Vorteil auf Attacken gegen diese Beute zu bekommen. Ich überlege gerade, das mit dem wütend werden gilt nur bei Intelligenzbasierten. Das heißt, alles mit Charisma kann ich trotzdem. Das finde ich gut. Dann Isuna, würfel doch mal ein W6. Ich nehme mal mein Herz hin, Würfel. Mal sehen, vielleicht bringt er ja Glück. 2. Dein Vorname ist Brine. Ja. Okay. Kregen, würfel mal ein W6. 5. Dein Vorname ist Urd. U-R-D. Urd. Schöne Rune. Ich bin Urd. Lama. Ja. W6. 6. Hackleswell. Ich bin eine Ente namens Hackleswell. Und Lea, auch ein W6 bitte. 2. Kommt denn da denn? Wolf Shadow. Wir haben gesagt, wir bleiben bei den Sachen, die wir würfeln. Was sind eure Namen? Passt ja. Lebt damit. Dann würfel doch bitte. Das heißt nicht Hackleswell, das sagen viele, aber das kommt von He Hackles Well. He Hackles Well, ja. Ja. Dann würfel doch bitte jeder ein W10. Und dann gucken wir mal, was ihr überhaupt in eurem früheren Leben so wart. Oh Gott, oh Gott. Ein W10. Wo habe ich ihn? Da habe ich ihn. Fünf. Das ist nicht dein Ernst, ne? Wieso? Du hast auch eine 5, Isuna? Ich habe eine 2. Du hast eine 2, okay. Dann fangen wir gleich bei dir an. Hat jemand eine 1 von euch? Keine 1? Dann fangen wir mit der 2 an. Isuna, du bist ein Bade. Yay. Wer hat eine 3? Keine 3? Eine 4? Du bist ein Jäger. Mit einer 4. Die 5. Ein Ritter. Ich wusste es. Es wird einen Entenritter geben. Es muss immer einen Entenritter geben. Dann bin ich so. Sir Hackleswell. Sir Hackleswell. Lia, was haben wir? 7. Eine 7.
Okay. Schmeiß mich weg. Du bist ein Mariner, also ein Seefahrer. Willkommen im Gebirge. Vielleicht, mir kämen da schon direkt Charakterideen, so mit dem Hunting Instincts und so. Walfänger. Fahrt in die Richtung. Walfänger wäre geil, ja. Ja. So, der Bade. Ja. Dein Hauptattribut ist Charisma. Ja, was du nicht sagst. Ja, also ist dein Key Attribute. Deine Hauptskills, da machst du dir am besten schon mal eine Notiz zumindest. Acrobatics, Bluffing, Evade, Knives, Languages, Myths and Legends, Performance. Language, Myths and Legends, yes. Performance. Performance und Persuasion. Die müssen wir dann anhaken, was du uns sagst. Ja, habe ich gerade gemacht. Erstmal würde ich sagen, anhaken. Das mit den Haken machen wir später noch, erkläre ich später noch. Als Heroic Ability gibt es den Musician für dich. Warte mal, Heroic Ability. Wo schreibe ich die hin? Auch bei Abilities und Spells, wo du deine andere Ability schon stehen hast. Musician. Da kommen wir auch gleich zu. Ich gehe die Liste schön von oben nach unten, wie das hier im Buch steht. Dann würfelst du mit einem W6 deine Ausrüstung aus. Ja, gut. Eine 4. Eine 4. Das heißt, du hast eine Flöte, ein Dagger, also ein Dolch, einen Hanfstrick, eine Fackel. Ja. Zunderstein und also Zunder und Feuerstein und Zunder, genau. 1W6 Food Rations und 1W8 Silber. Moment, muss ich auch würfeln? Ja. Sicher. Okay. Wir würfeln alles heute. Ich habe 3 Food Rations. Ey, das reicht schon mal für einen Tag. Ich wollte gerade sagen, bei einem halben. Und 1W8, sagst du. 1W8 Silber, ja. Ist das 5? Das sind dann 5 Silber. Ja, reicht noch für eine weitere Frustration. Und für deinen Spitznamen, weil es gibt hier keine Nachnamen, es gibt Spitznamen, 1W6. Tammy, eine 3. Eine 3. Silver Voice. Lalala. So. So, jetzt wird spannend. Der Zwerg, du bist ein Jäger. Dein Schlüsselattribut ist Agility. Deine Skills: Acrobatics, Awareness, Bows, Bushcraft, Hunting and Fishing, Knives, Slinks, Sneaking und als heroische Fertigkeit, also Heroic Ability, Companion. Wo schreibe ich die denn hin? Bei Abilities, wo du dir deine andere Ability auch schon hingeschrieben hast. Und dann würfelst du wieder ein W6 und wir würfeln deine Ausrüstung aus. Eine 3. Das wären ein Messer, ein Langbogen, ein Köcher, eine Lederrüstung, ein Sleeping Pelt, also ein Schlaffell, eine Fackel, Feuerstahl und Zunder, eine Hanfseil, Rope, ja. Ein Fishing Rod, also ein Angler, eine Angelrute. 1W8 Food Rations und 1W6 Silber. Da. 3. Das sind 3 Essensrationen, ich merke schon, ihr seid die Hungrigen.
Und 1W6 Silber? 1W6 Silber, genau. Eins. Ja, als Jäger brauchst du nicht so viel Silber. Du kannst dich selbst ernähren. Genau. Und dann 1W6 für deinen Spitzenab. Eins. Forest Fox. Der Waldfuchs. Er hat ja bestimmt rote Haare. Natürlich, ich bin ein Zwerg. Aber nicht auf dem Kopf. Langen, flauschigen, roten Bart oder sowas. Der Ritter. Ja, das bin ich. Dein Schlüsselattribut ist die Stärke. Stärke, also wo schreibe ich denn das Schlüsselattribut auf? Gar nicht, ne? Gar nicht, aber notierst dir zumindest irgendwo. Genau. Ja. Als Skills hast du Beastlore. Ja. Hammers. Wo ist denn Hammers? Bei Weapon Skills auf der rechten Seite in der Skillliste. Ach da, ja. Myths and Legends. Ja. Legenden. Performance. Ja. Persuasion. Ja. Riding. Spears und Swords. Hervorragend. Und deine Heroic Ability ist Guardian. Was macht das? Sage ich dir gleich, sobald wir dazu kommen. Okay. Wir gehen schön der Liste nach. Aschenfall, ja, Firefox für den Zwerg. Forest Fox. Firefox ist geil, ja. Dann 1W6 für deine Ausrüstung. 1W6 für meine Ausrüstung. Was ist das? Eine 4. Das ist entweder ein Flail oder ein Warhammer. 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 Klein, also small steht da. Ja. Ein Schild, small, also auch klein. Ein Chainmail. Kettenhemd, ne? Ist das? Ja. Ein Open Helmet, also ein offener Helm. Ja. Eine Fackel. Feuerstahl und Zunder. 1W6 Food Rations und 1W12 Silber. Die Food Rations sind 4. Das ist genug Trockenbrot da. Food Rations 4. Und Silber war was? 1W12. 7. You can be rich. 7 Silber. Ja. Und dann 1W6 für deinen Nickname. Das ist eine 1. Dragonheart. Yes. Kleiner Fun Fact, so hieß mein erster Zwerg in Dragonbane auch. Mellard Dragonheart. Ach nee, nicht Mellard. Wo ist denn der Name da? Heckleswell Dragonheart. So, der Seefahrer, der Mariner. Dein Schlüsselattribut ist Agility. Deine Skills sind Acrobatics, Awareness, Hunting and Fishing. Hunting and Fishing. Knives. Languages. Seamanship. Klar. Swimming. Und Swords. Swords. Und deine Heroic Ability ist Sea Legs. Sea Legs. Ist Beast Lore tatsächlich sowas wie Monsterkenntnis? Monsterkenntnis, genau. Ja, ne? So Monsterkunde. Also nicht Tierkunde, ja. Sondern Monsterkunde. Das ist Monsterkunde. Ja. Guck mal eben, wie es übersetzt worden ist. Warte mal. Ja, das wäre nicht schlecht. Das steht bestimmt irgendwo drin. Dann 1W6. Bestienkunde heißt es. Bestienkunde. Eine 4. Du hast als Waffe ein Scimitar. Ein was? Ein Krummschwert. Ein so Krummschwert, ein Krummsäbel. Okay. Dieser arabischen Säbel. Ja. Eine Lederrüstung.
Auch eine Hanfseil. Hanfseil. Mhm. Ja. Eine Hanfrobe finde ich toll. Das. Hanfrobe, ja. Ein Grappling Hook, also ein Wurfhaken, ein Enterhaken quasi. Ah. Eine Fackel, Feuerstahl und Zunder, 1W8 Food Rations und 1W10 Silber. 1W8 Food Rations. Voilà. 7. Na, siehst du? Der Zwerg und der Halbling sind am verfressensten. Die haben jeweils nur noch 3. Naja. Und ein W10. W10. Ich jage euch was. Und 5 Silber. Und dann brauchen wir noch ein W6 für deinen Spitznamen. 1. Whitewater. White oder white? White, also weiß. Weißwasser. Mhm. Dürft euch das auch gerne eindeutschen, wenn ihr es lieber auf Deutsch haben wollt. Jetzt fleischen wir den Charakter ein bisschen aus. Euer Charakter hat ein gewisses Alter. Ich hätte von jedem von euch gern einen Wurf mit einem W6. Yeah. 4. Mhm. 2. Mhm. 6. Finde ich gut. Auch 6. Okay. Die beiden, ja, wir fangen mit der 2 an. Mhm. Dein Charakter ist jung. Du bekommst auf Agility und Constitution plus 1. Und du hast 6 trainierte Skills plus 2 trainierte Skills. 6 deiner trainierten Skills müssen aus deiner Profession ausgewählt werden. Das sind die, die wir jetzt eben besprochen haben. Mhm. Und 2 darfst du frei auswählen von den Skills, die wir zur Verfügung haben. Wenn du also sagst, oh, ich hätte sowas gerne wie Spot Hidden, also Verborgenes erkennen, entdecken oder ich weiß nicht, wie sie es eindeutschen werden, dann kannst du das darauf zum Beispiel legen. So, der Mallard, mit einer 4 bist du erwachsen. Mhm. Du bekommst weder ein Plus noch ein Minus auf irgendwelche Attribute. Mhm. Dafür hast du deine 6 Train Skills, die du aus deiner Profession wählen darfst, und 4 zusätzliche Skills, die du frei wählen darfst. Okay. Und unsere beiden Sechser, ihr seid alt. Das bedeutet Stärke, Agility und Konstitution minus 2. Intelligenz und Willpower plus, nicht Willpower, ich glaube, Will heißt es einfach nur auf Englisch, plus 1. Mhm. Und ihr bekommt 6 trainierte Skills aus eurer Profession und 6, die ihr euch frei aussuchen dürft. Das Alter hat auch Vorteile, mein Junge. Ja, ihr habt viel gelernt. Ja. Deswegen ist mein Notizbuch mit den Namen auch schon sehr dick. Ja. Wie viele Hildegards hast du mittlerweile getötet? 4. Oh, da waren noch 2 auf der Liste, ne? Kann sein. Jetzt. Wahrscheinlich sind die schon eines natürlichen Todes verstorben mittlerweile. Ich bin ja alt. Jetzt kommen wir zu euren Attributen. Die Attribute seht ihr ja oben. Strength, Constitution, Agility, Intelligence, Will und Charisma. Ihr seht bei den Skills dazugehörige, also den Skills zugeordnete Attribute. Da rechnen wir nämlich gleich raus, wie hoch die Skills sind mit den Attributen verwechselt und so und Zeugs. Für jedes Attribut müsst ihr 4W6 würfeln und den schlechtesten Würfel könnt ihr entfernen.
Wir würfeln hoch oder niedrig? Am besten hoch. Ihr braucht hohe Attribute. Müssen wir das im Vorhinein festlegen, welches Attribut es jetzt wird? Oder im Nachhinein? Also Hardcore assign ist, man sagt es vorher. Also ja, rule as written is assign that score to an attribute of your choice. Okay, das heißt, man würfelt und kann sich dann aussuchen. Genau. Okay. Na? Dann machen Repeat, wir das. Aber wenn du es ausgesucht hast, hast du es ausgesucht. Repeat this 5 more times, bis ihr alle ausgewählt habt. Du kannst am Ende 2 tauschen miteinander. Okay. Hm? Okay. Also 4W6 würfeln. Und den schlechtesten rausnehmen. Und dann aber schon die -2 vom Alter mit reinrechnen. Bei der Stärke, Agility und Konstitution, ja. Okay. Und bei Int und Will +1. Okay, nochmal für Anfänger. Also, du würfelst 4W6. Das habe ich, ja. Du nimmst den schlechtesten dieser Würfel und streichst den. Mhm. Die 3 Würfel, die übrig bleiben, zählst du zusammen. Mhm. Suchst dir ein Attribut aus, wo du sagst, da würde das drauf passen. Also, du willst natürlich Agility, da das dein Schlüsselattribut ist, am besten so hoch wie möglich. Mhm. Bekommst dann noch deine +1 auf Agility und Consti, weil du jung bist. Mhm. Und so machst du das dann mit jedem deiner Attribute. Und am Ende kannst du sagen, okay, ich tausche 2 Attribute, weil der eine Wert vielleicht doch besser ist als... Ich würfel jetzt jedes einzelne aus, sozusagen. Genau, also darfst dir jetzt aussuchen, wohin du es legst. Also musst du es nicht nach der Reihe machen, sondern kannst dir ja aussuchen, wohin du es legst. Schwarzes T-Shirt schmeißt Entenfakten rein. Ja, finde ich gut. Boah, Kopfrechner am Abend, ey, Leute. Es sind nur 3W6, die du aufaddieren musst. Ich muss meinen Sohn runterholen, der kann das besser als ich. Deswegen kann ich dieses Spiel ja auch spielen, weil das nicht so viele sind. Das kann ich noch nicht. Ja, so als alter Zwerg. Ja, ja. Hoho! 5, 5, 6. Ja. Ich hatte einen 5, 6, 6 dabei. Nee, ich hatte 6, 6, 5. Ja. Weil, Agility ist ja mein Leittalent. Da ich ganz aber du kriegst auch -2 drauf. Ne? Ja, aber wenn ich eine 16 habe, dann habe ich zumindest eine 14 dabei. Ja, das ist es. So funktioniert das. Mein Charisma schon vergeben, leider. Gut. Kannst ja am Ende nochmal 2 tauschen. Das bringt nichts, weil ich ja den Wert schon runterrechnen musste. Ah. Mit meinem Minus. Ich bin schon betagter. Da ist das nun mal nicht mehr so. Ja, aber ich glaube, dass du den gewürfelten Wert tauschen kannst. Den Minus nimmst du doch da nicht mit. Also schon den modifizierten Wert. Den Minus nimmst du nicht mit. Der Minus bleibt ja auf dem Attribut stehen. Ach so. Okay, jetzt habe ich zum Beispiel für Intelligenz die 15 gewürfelt und habe bei der Agility die 14, weil er ja schon mit -2 modifiziert worden ist. Ja, weil du da eine 7. Nee, du hattest ja eine 17, die du auf die Agility gesetzt hast. Nee, eine 16. Oder eine 16, ja. Also, wenn du die 16 jetzt mit der 15 tauschst, dann... Also du tauschst den Würfelwurf und nicht das modifizierte Ergebnis. Da will ich ja drauf hinaus. Genau, das modifizierte wird nämlich erst nach dem Tauschen draufgerechnet. Gut. Ja, dann habe ich alles richtig gemacht. Ja. Dann bin ich sehr intelligent. Ich bin sehr charismatisch. Ich nicht, aber mein Charakter. Ja. Ich bin nicht so intelligent.
Obwohl, wenn ich die ganze Zeit immer Listen schreiben muss über die Gegner, die ich umgenietet habe, dann muss ich schon relativ schlau sein. Ne? Ja. Du musst Namen schreiben können, das reicht. Ja. Ja, du bist intelligent. Genau, ich bin intelligent. Das heißt, mit einer Intelligenz von 10. Ich glaube, mein Notizbuch heißt Excel. Und es ist eine Rose vorne drauf gemalt. Dann ist das Excel Rose. Jetzt. Ja, das war schlecht. Das war sehr schlecht. Ja. Aber ich bedanke mich, das gibt mindestens 2 neue Lulali-Karten. Oh, schön. So, Lea, du sagst, wenn du soweit bist? Ja, ich habe tatsächlich, ich bin, denke ich, soweit, ja. Okay. Sollen wir dir sagen, was wir haben? Das wäre für später, denke ich mal, nicht schlecht. Also ich werde es später eh rausfinden, aber vielleicht wäre es für die Zuschauer interessant. Wir fangen doch einfach mal beim Kregen oben links an. Also ich habe, da ich ja alt bin, hatte ich ja Modifikatoren dabei, die mir also immer, zumindest bei den ersten 3 Attributen, immer -2 geklaut haben. Das heißt, ich habe Stärke 12, Konstitution 13, Agility 14, Intelligenz 15, Willpower 14 und Charisma 10. Ja, immerhin. Nichts unter 10. Gehen wir mal zu Isuna. Ich muss sagen, ich habe mich trotz meines hohen Alters gut gehalten. Ja, Halblinge. Stärke von 12. Ich habe eine... Was ist das? die Augen sind nicht mehr so gut. Konstitution von 14, eine Agility von 11, Intelligenz von 14, Willpower von 12, aber Charisma von 17. Wow. Für den Baden nicht schlecht. Ja. Ja. Mhm. Gehen wir mal zu unserem Apple. Ich bin stark, also wirklich stark. Ich habe eine Stärke von 17. Ich habe Konstitution 16, Agility 14, Gens 10, Will habe ich 13 und Charisma 14. Und dann gehen wir mal zu unserem Wolfkin-Seemann, genau. Ich habe eine Stärke von 13, eine Konstitution von 12, Agilität 18. Wow. Intelligenz 12, Wille 9 und Charisma auch 9. Ja, du bist jung, da ist das vollkommen okay. Ja, ist doch schön, ein schöner Schnitt mit drin. Wunderbar. Das bedeutet, wir gehen mal zu eurem Movement. Wir fangen mal beim Halbling an. Die Grundbewegungsrate, also Movement, ist beim Halbling 8. Was ist dein Agility? 11. Dann kriegst du keinen Bonus drauf. Okay. Dann hast du einfach nur eine Bewegung von 8. Beim Zwerg ist die Grundbewegung auch 8. Was ist deine Agility? 14. Du bekommst +2, also hast du eine Bewegungsreichweite von 10. Mhm. Unser Apple hat auch eine Grundbewegungsreichweite von 8. Agility 14. Dann auch +2. Also 10. 10. Und unser Wolfkin hat eine Grundability von Grundmovement von 12. Und mit deiner Agility von 18 kriegst du +4 drauf. Also du hast eine 16er Bewegung. Der kann schon fast übers Wasser rennen. Ja. Speedy B, Speedy Bo, der schnellste Wolf von Mexiko. Dann sehen wir einen Damage-Bonus auf Strength und Damage-Bonus Agility. Ihr habt 2 unterschiedliche Damage-Bonis. Einen für also stärkebasierte Waffen und einen für agilitätsbasierte Waffen. Eure Strength-Agility-Modifikatoren basieren eben auch auf euren Attributen.
Das heißt, die Stärke ist, hat jemand eine Stärke unter 12? Hat jemand eine Stärke von 12? Ihr bekommt auf Stärke keinen Damage-Bonus. Stärke von 13 bis 16 bekommt ein plus 4 Damage-Bonus. Und Stärke von 17 plus kriegt ein plus 6 Damage-Bonus. Und dasselbe gilt für Agility. Also alles, was 12 und darunter ist, bekommt da keinen Damage-Bonus. 13 bis 16 bekommt ein plus 4 Damage-Bonus. Und Lea bekommt ein plus 6 Damage-Bonus. Das ist schön. Ich hab auch nur Stärkewaffen. Ja, das ist doch gut. Siehst du, das ist das Coole. Ich habe im Prinzip nur Agility-Waffen. Ja. Hitpoints. Die sehen wir unten rechts im roten Feld. In das große Feld könnt ihr die Maximal-Hitpoints eintragen, die ihr habt, und zwar gleich eurer Konstitution. Ja, das ist gleich, okay? Ja. Eure Konsti gibt eure aktuelle, also eure maximale HP an. Die können aber erhöht werden durch eventuelle Heroic Abilities, robust, aber die hat keiner von euch, also von daher. Eure Willpower Points sind der Wert von eurem Will. Das einfach. Und können erhöht werden durch die Heroic Ability Focused, die aber auch keiner von euch hat. Jetzt kommen wir zur Mathe. Okay. Ihr habt bei euren Skills eine Grundchance. Diese errechnet sich aus euren Attributswerten. Das bedeutet, ihr guckt, welcher Attribut hinter dem Skill steht. Ich habe euch ja die Regeln rübergeschubst, weil wenn ich das gleich allen aufzähle, das kann keiner von euch im Kopf behalten, auf Seite 25 unter Skills. Da ist eine kleine Tabelle. Ich erkläre sie trotzdem für die Zuschauer, damit die Zuschauer verstehen, wie es funktioniert. Der Attributwert, gehen wir jetzt mal von... Ich nehme einfach mal Lea, weil da weiß ich zumindest ein Attribut auswendig und Acrobatics zum Beispiel. Wäre der Attributswert 1 bis 5, ist die Basischance eine 3. Bei einer Attribut von 6 bis 8 ist die Basischance eine 4, von 9 bis 12 eine 5, von 13 bis 15 eine 6, von 16 bis 18 eine 7. Das wäre im Fall von Lea eine Basiswert von 7 für ihre Acrobatics. Aber die Acrobatics können ja in den 6 Trained Skills stecken. Die darf sie sich ja aussuchen. Und Acrobatics gehört zu ihren Professionsskills. Wenn du das in ein Trained Skill setzt, also in einen deiner Starting Skills, dann verdoppelst du den Wert. Dann ist aus deiner Grundchance von 7 eine 14 geworden. Mhm. Okay. Darf ich eine kurze Frage stellen? Ja, natürlich. Dafür sind wir da. Die Skills, die wir am Anfang bekommen haben, also weil die 6 plus 2, 4 oder 6, je nachdem wie alt du bist, das sind wirklich trainierte Skills alles, ja? Genau. Also die ein Pünktchen vorne reinbekommen, sind die Trainierten. Genau. Also, die Pünktchen... Die wähle ich mir aus von denen, die ich halt bekommen habe durch meine Klasse und die ohnehin verfügbar wären. Aus denen wählst du dir 6 Stück aus. Okay. Ja? Das sind die von deiner Klasse, da wählst du dir 6 Stück aus.
Und da du alt bist, hast du nochmal 6, die du zur freien Verfügung hast, wo du sagen kannst, das sind deine trainierten Skills. Die ich bekomme, die, also die, welche ich bekomme, weil ich so alt bin, genau. Können die sich auch trotzdem noch mit denen überschneiden, die ich wegen meiner Klasse habe, oder sind die exklusiv voneinander? Die sind exklusiv voneinander. Also du hast, weil die sind ja schon dann trainiert, du kannst sie nicht doppelt trainieren. Nee, das meine ich nicht. Ich meine, wenn ich aber jetzt 6 schon ausgewählt habe, ob ich dann noch einen 7. dazu nehmen kann, obwohl ich den halt von meiner Klasse her kann. Den kannst du, also, nochmal kurz. Die Skill-Auswahl, die deine Klasse dir bietet, das sind Klassenskills. Das heißt aber nicht, dass du all die, die du da hast, trainiert hast. Richtig. Na? Du hast 6 Stück trainiert, die wählst du dir aus, wie du möchtest. Der Rest zählt zwar als Klassenskill, zählt aber nicht als trainiert. Ne? Okay. Also ich darf wirklich nur 6 von denen nehmen, die ich trainiert habe? Nein, du darfst mit deinen freien Punkten darfst du die natürlich nehmen, die noch übrig sind. Wenn nur 8, weiß ich nicht, du hast 8 Klassenskills. 6 Punkte musst du auf die Klassenskills ausgeben. Richtig. Die anderen kannst du auf die Klassenskills und andere ausgeben. Gut. Hätte ja sein können, dass exklusiv ist, weiß ich ja nicht. Es gibt noch sogenannte Secondary Skills. Den Kasten seht ihr unten rechts. Ihr habt keine Secondary Skills, weil wir keinen Magier dabei haben. Da wären zum Beispiel Magieschulen mit drin. Ja? Okay. Das sind Sachen, die gibt es im Base Game, nur die Magieschulen. In zukünftigen Erweiterungen kommen vielleicht noch weitere Secondary Skills dazu. Also, die Tabelle habt ihr alle gefunden mit den Base-Chances. Das, was ihr trainiert, verdoppelt ihr. Und bei allen anderen kommt das rein, was da steht. Genau, bei allen anderen kommt das rein, was da steht. Alles klar. Jetzt kommen wir einfach zur Regelerklärung. Es wird mit einem W20 gewürfelt und ihr müsst unter dem Wert sein, den ihr in dem Skill habt. Das heißt, je höher der ist, desto besser. Je höher der ist, desto besser. Ne? Im Falle von... Man würfelt mit einem W20? Ja, ne? Genau, mit einem W20, außer du würfelst mit Vorteil, dann würfelst du 2 W20 und nimmst den besseren, den niedrigeren. Ich hab eine Anmerkung. Ich habe gerade noch mal bei den Trained Skills geguckt. Ne? Da steht... in der Tabelle vom Alter, wo dann halt zum Beispiel bei mir jetzt drin steht 6 plus 6. Ja. Ne, steht drunter, 6 trained skills must be selected from your profession. Also du musst diese 6 auf jeden Fall nehmen, ne? Okay. Ja. Also du hast ja bei deiner Profession als Jäger, hast du ja die Auswahl Acrobatics, Awareness, Bows, Bushcraft, Hunting and Fishing, Knives, Slings and Sneaking. Das sind 8 Stück. 6 davon musst du auf jeden Fall mit den 6 nehmen. Und die anderen beiden kannst du, musst du aber nicht. Wenn du sagst, was will ich mit Schleudern? Ich werde eh nie eine Schleuder benutzen. Brauche ich nicht. Dann kannst du den zum Beispiel weglassen. Okay. Ja, alles klar. Ja, dann verteilen wir doch mal ein bisschen. Wir können den Wert dann gleich verdoppeln, letzten Endes, wenn wir ihn... Wenn er trainiert ist. Genau. Kannst du den verdoppeln. Gut. Jupp. So. Es gibt ja gar keinen Consti-Skill. Sehe ich gerade. Nee, tatsächlich nicht. Was ist denn Evade? Evade ist Ausweichen. Ah. Ne, das ist sehr wichtig, weil einen Monsterangriff, den kannst du nicht parieren, den kannst du nur ausweichen. Mit einem Schild? Dann nehme ich das auch vielleicht mal. Ich glaub, mit einem Schild kannst du den auch nicht parieren, außer du hast, ich glaube, das funktioniert mit deinem Guardian. Gucke gerade.
Hm. Oh, sneaking. So, fertig. Ich muss auch noch mal kurz nachlesen. Nicht, dass ich mich vertue, aber ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass du Monstern nur ausweichen kannst. Melee Combat. Bei Guardian nimmt er nur den Schaden, er pariert nicht. Steht da. Genau. Monsters, as a rule, also als Regel, Monsterattacken können nicht pariert werden, außer es ist anders angegeben. Zu den Heroic Abilities kommen wir dann gleich. Ist 5, macht 10. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Passt. So, und die, die da überbleiben, die kriegen die normale Basischance, ne? Genau, die kriegen dann die normale Basischance, je nach Attribut. Bei mir steht überall was drin. Sehr gut. Dann hast du schon mal wahrscheinlich alles richtig gemacht. Also, so weit würde ich nicht gehen, aber ich denke schon. Ich habe immerhin welche auf 14. Sehr ja, schön, ich auch. Das ist wichtig, wenn es die richtigen sind. Reiten und auf die Fresse hauen. Immerhin. Reden. Ausweichen 12. Das ist besser. Besser wird's nicht. Keine Angst. Du bist Ritter. Ausweichen ist dir egal. Ich habe so viel Rüstung, der ist mir wurscht. Also du hast zwar nur ein Kettenhemd und einen offenen Helm und einen kleinen Schild. Aber alles, was deine Rüstung soakt, also ja. Der Schaden, der nicht durch deine Rüstung durchgeht, ja. Geht auf die Waffe des Gegners. Hä? Das heißt, der die Gegner Waffe bekommt des Gegners, Schaden durch, nein, oder was? Die Waffe des Gegners bekommt den Schaden. Die Waffe hat eine Durability. Das heißt, je mehr der auf mich haut, desto kaputter geht seine Waffe. Wenn er nicht durch deine Rüstung kommt, desto kaputter geht seine Waffe, ja. Du bist der... Sobald ein Punkt durch die Rüstung kommt, kriegt die Waffe nichts mehr ab, oder? Genau, so sieht's aus. Okay. Wenn der komplette Schaden von der Rüstung aufgenommen wird, ohne dass du Schaden bekommst, dann wird seine Waffe beschädigt. Ich brauche einen Harnisch. Ja. frag Tigerdrache im Chat, wie er meinen Zwerg hasst. Das ist, um mit der Entensprache, ich gerate öfter mal in Harnisch. Schöne alte Sprache. Sehr schön. Gut, dafür habe ich auch Skills auf 5. Ich würde, weil hier gibt es jetzt einen Sprung im Regelwerk, der ein bisschen relativ schlecht gelöst ist. Heroic Abilities stehen auf Seite 26, kämen jetzt als nächstes. Also ihr bekommt eine Heroic Ability mit eurer Profession. Der Rest kann im Spiel dazu bekommen werden. Okay. Die Heroic Abilities, die ihr bekommen habt, lese ich euch jetzt einfach mal vor. Ihr habt ja alle die Regeln, ihr könnt ihr euch später auch gerne da eintragen. Dann ist das wahrscheinlich besser. Wir haben bei unserem Zwerg Companion würde normalerweise Hunting und Fishing von 12 benötigen. Bei der Start-Ability durch die Profession brauchst du das aber nicht. Wenn du kein Hunting und Fishing von 12 hast, ist es nicht schlimm. Kostet 3 Willpower. Du kannst diese Fähigkeit aktivieren, um ein Tier, kein Monster, in deinen Gefährten zu verwandeln. Okay. Das braucht
ein Stretch of Time, zu den Zeitintervallen kommen wir noch, aber wer Free League-Spiele kennt, weiß, was ein Stretch of Time ist. Ne? Also das Ganze ist geviertelt, wie in den meisten Free League-Spielen. Und du kannst nur einen Tiergefährten auf einmal haben. Also du kannst dir jetzt keine Armee, Dachse oder ähnliches zulegen. Der Spielleiter... Bitte? Eichhörnchen. Der Spielleiter entscheidet, welche Tiere in der Nähe sind. Die Tiere folgen dir so lange, wie du in ihrer natürlichen Umgebung bleibst. Also, wenn du einen Delfin befreundest, der kommt nicht mit hoch auf den Vulkan. Das Tier kann für dich scouten, ohne Willpower-Kosten. Für 3 zusätzliche Willpower-Kosten kannst du deinem Tier Befehle geben, Gegner anzugreifen. Ist eine kostenlose Aktion, ist sehr wertvoll. Du bist eine begrenzte Disney-Prinzessin. Quasi. Aber ich kann nicht singen. Nee, das kann ich. Da kommen wir nämlich gleich zu. Wir kommen zu unserem Apple, der hat Guardian. Braucht entweder Äxte, Hämmer oder Schwerter auf 12, wenn du das nicht haben solltest, was du aber hast, wäre das nicht schlimm. Kostet 2 Willpower Points. Du hast kein Problem damit, die Schläge auf dich zu nehmen, die normalerweise auf deine Freunde gehen würden. Wenn irgendein anderer Spielercharakter angegriffen wird, der sich innerhalb von 2 Metern von dir befindet, ich habe es gerade gelesen. Ein anderer Spieler müssen innerhalb von 2 Metern an einem Gegner stehen. Genau, am selben Gegner. Wenn der Gegner deinen Kumpel angreift, sagst du nix, du greifst mich an. Ja. Und der muss dann dich angreifen. Und wie ich eben schon erklärt habe, Rüstung regelt. Ja. Das ist so die Ability. Dann hatten wir Musician. Der Musiker. Performance. Das war Timing. Das ja. Musician, der Hund fängt an zu singen. Musician. Würde normalerweise eine Performance von 12 benötigen, aber die solltest du auch haben wahrscheinlich. Ja. Kostet 3 Willpower-Punkte. Deine wundervolle Stimme ermutigt deine Freunde und erschreckt deine Feinde quasi. Wenn du diese Fähigkeit aktivierst als eine Aktion im Kampf, gibst du allen befreundeten Verbündeten innerhalb von 10 Meter einen Vorteil auf alle Würfel oder du gibst den ganzen Gegnern einen Nachteil, die in 10 Metern sind. Du musst dir eins davon aussuchen. Dieser Effekt hält bis zu deinem nächsten Zug. Ne? Und du kannst ein Instrument für die Musikfähigkeit benutzen, das kann deine Reichweite erhöhen. Das heißt, wenn du das mit deiner Flöte machst, die hat eine gewisse Reichweite. Warte, 75, die Flöte. Die erhöht die Reichweite nicht, aber die reduziert die Willenspunktkosten von deinen Music Abilities auf 2, was bei Musician einen Punkt einspart. Schön. Und dann haben wir noch die wohl unterschätzteste heldenhafte Fähigkeit, die Silex. Normalerweise brauchst du Swim 12, die hast du wahrscheinlich. Nee. Ist egal, brauchst du ja auch nicht, weil es ja deine Start-Profession, Profession-Ability ist. Kostet 1 Willpower-Punkt. Du kannst diese aktivieren, kostet dich keine Aktion, wenn du eine Aktion im Wasser performst, also wenn du irgendeine Aktion im Wasser machst,
selbst wenn es nur hüfttief ist, du bist von allen negativen Effekten vom im Wasser sein für eine Runde sicher, selbst vor dem Risiko zu ertrinken. Das klingt. Ich sehe, warum die sehr unterschätzt ist. Diese es klingt jetzt sehr auf Wasser reduziert, aber man wird sich umgucken, wie schnell man mal in einem Fluss kämpfen muss oder sowas. Okay. Ja, da kann das schon helfen. Kommt auf den Spielleiter drauf an. Kommt auf den Spielleiter drauf an. Der Spielleiter man, das halt auch anspielen. Genau, genau. Wie gesagt, es kann weitere Heroic Abilities im Laufe des Spiels geben. Meistens durch den Abschluss eines Abenteuers oder durch gewisse andere Umstände. Der Spielleiter vergibt die. Also sagt, okay, du darfst dir eine Heroic Ability aussuchen. Und wenn du deine Anforderungen dafür hast, dann kannst du die auch nehmen. Soll man Spaß am Einsetzen als Spielleiter? Je nach Spielleiter. Also es gibt auch Spielleiter, die geben direkt von Start an zwei Heroic Abilities. Aber so einer bin ich nicht. Nein. Wir kommen zu was viel Schönerem und Spannenderem. ihr habt oben links unter eurer Profession ein Feld stehen, das heißt Weakness. Ja. Würfelt doch mal bitte mit einem W20. Da habe ich mich drauf gefreut auf die Tabelle. Finde ich so schön. So einen Spaß mit. 4. Finn freut sich voll jetzt auch nicht. Jemand eine 1. Okay. Gullible, I believe everything that others tell me. Also, du glaubst alles, was die anderen erzählen. Ja, das ist gut. Der da hinten hat dich fett genannt. Was? Das ist eine explosive Mischung. Jemand eine 2? Leichtgläubig hin, ne? Das du schuldest mir noch ein Goldstück. Jemand eine 3? Dann kommen wir zur 4. Foolhardy, I always go first into danger. Attacke! Auf, voran! Ich singe uns auch ein Marschlied. Richtig. Ja. Passend dazu mit der Nummer 5, faint-hearted, I always stay at the back of the group. Also ich bleib da mal hinten. Wenn ich tauschen kann. Gott sei Dank ist der Zwerg Fernkämpfer. Wollte ich gerade sagen, das ist ja das Gute. Deswegen bleibt der ja auch hinten. Ne? Deswegen bist du vielleicht auch Fernkämpfer geworden. So, was macht unser Wolfkind? Eine 17. Violent. I resort to violence to overcome every obstacle. Also du machst alles mit Gewalt, wenn es geht. Gut. Ich hau immer auf die Fresse. Du findest das gut, dass der Halbling sagt, komm, wir gehen vor. Alles klar, geh mal vor, ich mach alles kaputt. Ich klopf schon mal die Tür auf für uns. Wir müssen doch nur ein Brot backen. Warum haust du den Teig? Egal, auf die Fresse. So, der nächste Wurf mit W20 ist euer Memento. Memento ist unter dem Inventar aufgelistet. Das Memento wird zum Beispiel dazu benutzt, um eine Kondition zu heilen. Also im Spiel, kommen wir mal zu Konditionen zu sprechen, damit wir auch wissen, um was es geht. Eure Attribute sind alle mit einem mit einer Kondition verbunden. Bei Stärke ist es exhausted, also ausgepowert. Bei Konstitution ist es sickly, also kränklich. Bei Agility ist es dazed, also benommen. Intelligenz ist angry. Ich gucke da keinen Apple an für. wütend.
Bei Will ist es scared, also verschreckt. Und bei Charisma ist es disheartened, also mutlos. Wenn ihr einen Wurf verkackt bei einem Skillwurf, und dann könnt ihr sagen, okay, ich möchte diesen Wurf nochmal versuchen, und ihr sagt, ich nehme eine Kondition dafür in Kauf. Ihr sucht euch die Kondition aus, die ihr dafür in Kauf nehmen wollt, weil ihr dann das rollenspielerisch auch rüberbringt, zum Beispiel ich versuche mit Bushcraft das Camp aufzubauen, das Lager. Schaffe es aber nicht, aber ich weiß, verdammt, wir müssen das schaffen. Die Witterung ist nicht dafür geeignet, dass wir ohne Dach über dem Kopf überleben können. Ich werde echt stinkig, wenn ich die, wenn ich das Lager nicht aufbaue. Das heißt, ihr markiert euch angry und dürft den Wurf für Bushcraft, na, ist angry vielleicht der blöd, weil dann hättet ihr einen Nachteil drauf. Ihr seid exhausted. Ihr seid also schlapp, weil das so viel Anstrengung kostet. Dann dürft ihr den Wurf nochmal machen mit Bushcraft. Hoffentlich klappt er dann. Exhausted bedeutet dann, alle Würfe, die ihr mit einem stärkebasierten Skill macht, werden mit Nachteil gewürfelt. Das heißt, ihr würfelt zwei Würfe und nehmt den schlechteren, also den höheren von denen. Diese Conditions könnt ihr in einer Pause wieder wegbekommen. Besonders wenn ihr ein Memento einsetzt. Ein Memento ist ein kleines Erbstück oder Erinnerungsstück, das ihr von irgendjemandem bekommen habt oder irgendwo gefunden habt oder etwas in der Art. Wenn ihr das rollenspielerisch einbringt, warum euch dieses Memento jetzt hilft, eine Kondition zu heilen, könnt ihr statt einer Kondition, die ihr in einer Stretch Rest heilen könnt, zwei Konditionen oder zumindest eine zusätzliche Kondition heilen. Dieses Memento würfeln wir jetzt aus. Würfel doch jeder mal mit einem W20. Wir fangen mal bei Kregen an. Was hast du denn gewürfelt? Eine 6. Eine 6. Du hast eine hölzerne Figur, die du als Kind bekommen hast. Oh, dann hat die aber schon lange durchgehalten. Die sieht bestimmt schon voll abgegrabbelt aus. Das ist wahrscheinlich nur so ein Stock. So ein speckiges Ding, das aber, Gesicht schon komplett weggerubbelt. Wahrscheinlich so wie mein Real-Life-Teddy, den ich mit einem Jahr gekriegt habe. Den habe ich nämlich immer noch. Also, ja, wahrscheinlich. Genau. So ein Ding. Und zigmal repariert. Okay. Okay, Lia, was hast du denn gewürfelt? Ich habe eine 18. Eine 18. Entweder den abgeranzten alten Hut deiner Mutter oder deines Vaters. Was ich für einen Mariner-Charakter echt gut finde, wenn das ein Dreispitz oder sowas ist. Ja. Isuna. Ich habe eine 10. Die goldene. Eine 10. Ein Horn, das du als Trophäe von einem Monster genommen hast. Hasenpfote? Nee, Horn muss es sein. Na gut. Ich habe schon mal von Hasen gehört mit Hörnern. Sogenannte Jackalopes. Also. Dann nehme ich ein Hasenhorn. Ja. Soll es geben. Gut. Last but not least. Ich würde es gerne leicht abändern. Ich habe schon auf die Liste geschmult. Ich habe eine 13 gewürfelt und ich würde gerne, also ich habe so ein Medaillon. Ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Okay. Ich möchte bitte keine Locke da drin haben, ja, sondern Daunen. Ich dachte mir schon, dass du eine Feder drin haben willst oder sowas. Ja, genau. Ja. Also ein paar Daunen von meiner Mama aus dem Nest. Ja, a locket containing a lock of hair. Normalerweise, ja. Aber in dem Fall absolut korrekt, finde ich gut. Daunen. Um,
Das Starting Gear haben wir ja schon gemacht. Obwohl natürlich, wenn ich mir die Liste so angucke, A Wrecked Old Journal auch sehr passend wäre dafür, dass ich mir immer die Feindsnamen da irgendwie notiere. Wäre auch, ja. Irgendwie, boah, ich bin total kaputt, lese ich mir noch mal ein bisschen durch, wenn ich alle bisher auf dem Gerbholz habe hier. Jetzt geht's mir wieder gut. Kommen wir mal zum Encumbrance Limit, das heißt, das, was ihr so tragen könnt bei eurem Inventar. Ihr seht, das Inventar hat 10 Slots. Ihr könnt nicht immer alle 10 Slots davon benutzen, sondern habt eine Encumbrance Limit. Ihr könnt eine gewisse Anzahl Items tragen, die die Hälfte eurer Stärke aufgerundet ist, ohne Probleme. Mhm. Also 9 bei mir. So Sachen wie die Waffen, kommen die auch ins Inventory oder? Nee, die kommen runter zu Weapon und Shield. Das wäre nämlich das nächste. Weapons at hand. Ihr könnt bis zu 3 Waffen at hand haben, also am Mann, die ihr ziehbereit habt. Die sind an eurem Gürtel oder irgendwo anders griffbereit. Zählen nicht zu eurer Encumbrance. Schilde zählen in dem Fall als Waffe und werden auch dort eingetragen. Dasselbe gilt für Helm und Rüstung. Da habt ihr auch extra Felder für Armor und Helmet. Zählen auch nicht auf eure Encumbrance. Ist meine Flöte eine Waffe? Nein, deine Flöte ist keine Waffe. Schade. Die zählt zu deiner Encumbrance. Lederrüstung. Food. Bis zu 4 Rationen Food zählen als ein Item. Mhm. Ne? Alles, was über der 4. Ration ist, ist dann das 2. Item. Dementsprechend Encumbrance. Eine Fackel, Lampe, Laterne ist ein Item. Das Feuer von den Dingern kann ausgehen. Hm? Ich hoffe, das ist nicht die ganze Zeit an. Die Lampen und Laternen können mit Lampenöl nachgefüllt werden, Fackeln nicht. Macht's auch blöd. An, ja, aus, weg. Arrows and Slingstones. Ihr müsst nicht jeden Pfeil zählen, den ihr tragt. Gott sei Dank. Jeder Köcher mit Pfeilen zählt als einzelnes Item. Solange du einen Köcher hast, kannst du deine Waffe benutzen. Slingstones, also Schleudersteine, müssen überhaupt nicht aufgeschrieben werden. Es wird davon ausgegangen, dass genug rumliegen, die man aufheben kann und dem Gegner einen Kopf schleudern kann. Mhm. Ein wichtiges Item ist tatsächlich, was keiner von euch hat bis jetzt, ein Rucksack. Ein Rucksack erhöht eure Tragekapazität um 2. Hm. Ne? Und zählt nicht zu eurer Encumbrance noch dazu. Mhm. Aber ihr könnt nur einen Rucksack tragen. Ne? Schwere Items zählen als 2, 3 oder mehr Items in Zuge auf eure Encumbrance. Das wird halt dadurch indiziert, dass sie ein Gewicht von 2, 3 oder 4 haben. Das könnte zum Beispiel ein Zelt sein. Ein Zelt nimmt mehr Platz ein und ist dementsprechend schwerer. Nimmt dann dementsprechend auch 2 Zeilen oder mehr ein. Tiny Items, also Small and Light Items, die in einer geschlossenen Faust aufbewahrt werden können, zählen als Tiny. Sowas wie Feuerstahl und Zunder. Zum Beispiel. Die würde ich da dazu zählen. Tiny Items haben eine eigene Sektion, in die ihr die tragen könnt und nehmen
Gewicht ein, also belasten eure Encumbrance nicht. Ich habe eine große Pranke, bei mir passt viel in. Clever. Also ich habe das jetzt so verstanden, ne? Ich habe jetzt zum Beispiel Stärke 12, das heißt, ich könnte sechs Slots belegen, ne? Genau, du kannst 6 Slots belegen. So. Das heißt, Fackelköcher, Angel, Schlafsack, Essen und dann bin ich quasi schon fertig. Ja. Wenn ich keinen Rucksack habe. Genau. Das heißt, aber die Silbermünzen zählen auch als Tiny-Item, ne? Da kommen wir jetzt dazu. Die stehen bei, bei Währung unten. Ja, Single Coins, also einzelne Münzen zählen als Tiny-Items und sind nicht auf eure Encumbrance, solange sie weniger als 100 Münzen sind. 100 bis 199 Münzen zählen als ein Item, 200 bis 299 als zwei und so weiter. Ne? Aber ihr habt ja extra Coin-Dings. Da ist es gut, immer auf Gold zu wechseln. Ne? Dass man unter 100 Gold bleibt. Wenn ihr mal mehr tragen solltet und über eurem Encumbrance-Limit liegt, müsst ihr einen Stärkewurf machen, wenn ihr in einer Runde im Kampf euch bewegen wollt oder wenn ihr eine Shift reißen wollt. Wenn der Wurf fehlschlägt, müsst ihr entweder was fallen lassen, was ihr Schweres tragt, oder da stehen bleiben, wo ihr seid. Wenn ihr eine andere Person tragt, zählt ihr als überlastet. Ne? Ich und auch du. Selbst wenn man so einen Halbling trägt? Selbst wenn du so einen Halbling trägst. Also gerade. So viel habe ich doch gar nicht gegessen. Gerade bei Halblingen. Reittiere und Vehikel. Wenn ihr ein Pferd oder ein anderes Reittier habt, kann das für euch Sachen tragen oder natürlich auch euch selbst. Kutschen, Boote können sogar schwerere Sachen tragen, wie zum Beispiel ein Reittier, je nachdem, wie groß das Boot ist. Aber das nur zur Erklärung für das Zeugs. Wir haben noch eine Box, da steht Appearance drauf. Rein theoretisch könnt ihr da eintragen, was ihr für besondere Merkmale habt. Wir haben gesagt, wir würfeln aus. Aber es gibt da eine Tabelle. Genau, also genau, es gibt da eine Tabelle. Es gibt eine Tabelle. Ihr könnt ein oder mehrmals auf dieser Tabelle würfeln. Das überlasse ich euch. Es gibt zwei. Ich bin mal. Sollen wir alle zweimal drauf würfeln? Also wir mit sollten uns darauf einigen. Zweimal mit einem W20. Okay. Zweimal mit dem W20, genau. 4 und 10. Du hast ein konstantes Lächeln auf deinen Lippen und du hast ein prominentes Tattoo. Das finde ich cool. Oh, da freut sich jemand. Das ist so geil. Schmulen ist doof. Schön. Ja, deswegen kommt er ja auch ganz zum Schluss dran. Lia, was hast du denn gewürfelt? Ich habe eine 20 und eine 15. Die 15, du hast ehrliche blaue Augen und ein wettergegerbtes Gesicht. Das passt eigentlich auch zur Seefahrt. Junges, wettergegerbtes Gesicht. Herr Kreggen. Ja, wie hieß er noch gleich? Urd? Urd, ja. Urd, ne? Urd Forest Fox. Ja, der Urd ist ja nur Jäger aus dem Wald, ne? Nicht wahr? Da lernt man schon das Leben zu genießen. Er hat auch ständig ein Lächeln auf den Lippen und ist dreckig. Das passt. Das war nämlich dann eine 4 und eine 14. Und die 14 war das, okay. Ja, last but not least, der kleine Schmuler wieder. Ich habe eine grandiose Frisur. Oh, ein glorious Hairstyle, ja. Das ist so eine, wenn ich keinen Helm trage, habe ich so eine Elvis-Tolle. Und ich habe ein prominentes Tattoo. Heißt, ich habe auf meinem Oberarm
ein Herz. Wo Mutter draufsteht. Nein, Mami. Mutti. Ja, Mutti ist besser. Mutti steht drauf. Darf ich dich ein bisschen andrecken? So? Sonst so ein Tattoo, wo Mutti draufsteht auf dem Oberarm. Ja, das ist doch sehr schön. Das ist doch sehr schön. Kinders, was soll ich euch sagen? Wir haben Charaktere. Ihr habt Charaktere. Ja. Ich bin mir jetzt aber immer noch nicht sicher, ob ich alles richtig ausgefüllt habe. Das ist ja, ist ja jetzt erstmal irrelevant, ob du jetzt alles richtig ausgefüllt hast. Die Häkchen bei den Skills macht ihr wieder weg. Okay. Mhm. Denn das sind die Experience-Häkchen. Ah. Wenn ihr im Laufe des Spieles einen Dragon oder einen Demon würfelt, also entweder eine 1 oder eine 20, wenn ihr einen Skill benutzt, dann kreuzt ihr euch die Checkbox neben diesem Skill an. Bedeutet, ich sag mal, unsere Wolfsdame hat beim Fischen mit ihrer Agility eine 20 gewürfelt und das Ganze glorreich verpatzt. Also die Angel ist zerbrochen, der große Hecht schwimmt davon, du liegst mit dem Gesicht im Wasser, alles ist schiefgelaufen, was nur schiefgelaufen ging. Aber du hast daraus etwas gelernt, du hast etwas Erfahrung bekommen. Das heißt, du kreuzt dir bei Hunting und Fishing das Kästchen an und am Ende einer Session wird gewürfelt mit einem W20 für jedes angehakte Kästchen. Wenn ihr über den Wert würfelt, steigert ihr diesen Wert um einen Punkt. Das heißt, sagen wir mal, du hast eine 14 bei Hunting und Fishing und du würfelst dann eine 17, hast du ab dann eine 15 auf Hunting und Fishing. Das Ganze geht bis maximal zu einer 18. Wenn ihr diesen Advancement Roll gemacht habt, macht ihr das Häkchen wieder weg. Und für die nächste Session habt ihr dann wieder da blank stehen, wie ihr dann skillt. Es gibt nämlich keine Stufen in Dragonbane. Das heißt, ihr könnt keine Level-Ups haben, ihr könnt keine Stufen aufsteigen. Ihr trainiert, indem ihr Sachen verkackt oder so gut macht, wie es geht. Dadurch bekommt ihr Advancement-Marks. Und am Ende gibt es 5 Fragen, die der Spielleiter stellt. Habt ihr an einer Game-Session teilgenommen? Jo, dann dürft ihr euch einen Advancement-Mark irgendwo hinsetzen, wo ihr wollt. Habt ihr eine neue Location erkundet? Jo, dürft ihr euch ein Häkchen machen. Habt ihr ein oder mehrere gegnerische Bosse oder größere Gegner besiegt? Ja, Häkchen. Seid ihr über ein, also habt ihr ein Hindernis überwunden, ohne Gewalt anzuwenden? Häkchen. Und habt ihr euch eurer Schwäche hingegeben? Häkchen. Somit könnt ihr mindestens 5 Haken am Ende einer Session bekommen, die ihr frei wählen dürft, wo ihr sie setzt. Darauf dürft ihr dann würfeln und mit Glück steigert ihr eure Skills. Und alles andere ist dann Glück im Spiel, entweder durch einen Dragon oder einen Demon. Dragon ist die 1, der ist gut. Wenn ihr einen Dragon würfelt, ist das toll. Der Demon ist die 20, das ist halt der Patzer. Wenn ihr abseits dieser Advancement Marks leveln wollt, müsst ihr euch einen Lehrer suchen. Mhm. Der kann euch Dinge beibringen und so weiter. Das kostet Geld, das kostet Zeit. Aber so könnt ihr auch Magie lernen. Auch wenn ihr keine Profession habt, die Magie kann, könnt ihr so Magie lernen.
Die Heroic Abilities, habe ich ja vorhin schon erwähnt, entweder ihr schafft es, einen Skill auf 18 zu leveln, dann bekommt ihr direkt eine neue Heroic Ability eurer Wahl. Oder euch wird eine heroische Tat des, durch den Spielleiter bescheinigt. Oder das Abenteuer belohnt euch. Dann bekommt ihr auch eine Heroic Ability. Steht aber extra hier drin, das sollte auch eine seltenere Sache sein, um eine Partie nicht so schnell zu mächtig werden zu lassen. Wenn ihr sagt, ich möchte meine Schwäche überkommen, gibt es auch da die Möglichkeit, dass ihr eure Schwäche loswerden könnt, die ihr habt. Aber ich finde eure Schwächen witzig. Ja, sicher. Ja. Wer will denn die loswerden? Außerdem habe ich keine Schwäche. Ihr habt jetzt Charaktere erwürfelt. Habt ihr denn jetzt auch Charaktere im Kopf? Bildlich gesprochen, hat es euch irgendwie in der Charakterentwicklung geholfen, zu sagen, ihr wisst, wie der Charakter aussieht? Ihr könnt euch vorstellen, was die Geschichte des Charakters bisher war und ich meine, ihr habt ja jetzt so Sachen wie Dinge, die ihr als Memento bekommen habt, die Profession, was ihr früher halt wart, wo ihr halt eure Weisheit hergenommen habt, ob ihr jetzt alt seid oder jung, je nachdem. Ihr habt Ausrüstung, woher habt ihr diese Ausrüstung, wie seid ihr an die gekommen? Das sind ja alles so Dinge, die spielen in der Charaktererschaffung mit rein. Ne? Ich habe einen Charakter vor Augen. Ich habe eine Vorstellung. Ich habe bei dir auch absolut die Vorstellung. Und sie ist genau das, was ich mir erdacht habe. Ja, gut. So einen alten Zwerg aus dem Wald. Ne, so, das kriege ich schon hin. Das ist schon, ich sehe ja schon fast so aus. Da muss aber ein bisschen wachsen lassen. Ich gebe dir gern was ab. Ja, ich habe ja, ich kann ja hier das hier mir das so rum hier dran. So, bis hierhin möchte ich auch hoffen, dass dem Chat nicht zu langweilig geworden ist und auch ihr im Chat Charaktere vor Augen habt. Es sind noch Leute da, so schlimm kann es nicht gewesen sein. Glück gehabt. Wir haben jetzt 1,5 Stunden Charaktere gebaut, und zwar 4 Stück. Das ist relativ und wir haben ja und wir haben uns ehrlich gesagt auch ein bisschen Zeit gelassen damit, ne? Ja. Ja. Also wir haben, ich habe auch viel vorgelesen, viel erklärt. Genau. Hm. Also wir sehen, Dragonbane ist, was Charaktererschaffung angeht. Natürlich muss keiner hier auf irgendwelche Tabellen würfeln, wenn er sagt, ich möchte jetzt aber einen Elfen, Schmied spielen, könnt ihr euch auch aussuchen. Es geht. Das steht ja auch in dem Buch dabei, Würfel oder wähle aus. Witziger finde ich aber das Auswürfeln, weil da tatsächlich die spannenderen Charaktere meiner Meinung nach rumkommen. Ich habe nicht genau den bekommen, wo ich mir vorher gedacht hatte, das wäre geil, aber einen anderen sehr geilen. Also ich hatte mir tatsächlich einen Erpel gewünscht. Muss ich sagen, das war Glück. Aber ich wollte eigentlich einen Schurken spielen. Das wäre nämlich Darkwing Duck gewesen. Ja. Jetzt bist du Gizmo Duck. Ja. Die Krach-Bumm-Ente. Ich bin die Krach-Bumm-Ente. Sir Gizmo Duck. Ja. Sir Gizmo Duck. Genau. Also, ich bin ja mit so gar keiner, ich habe ja überhaupt gar keine Berührungspunkte bisher mit Dragonbane gehabt. Ich wusste ja nicht mal, was es für Arten gibt. Aber habe jetzt tatsächlich durch dieses Zusammenwürfeln auch sogar schon so eine kleine Hintergrundstory irgendwie im Kopf. Und also die ist jetzt 2 Sätze lang, aber ist ja schon mal, aber es ist schon mal etwas. Ja, ja, doch. Du, also du weißt ja noch gar nicht, in was für ein Setting wir spielen und gar nichts, aber du hast schon mal eine Grundvoraussetzung. Also und das Witzige sozusagen, ja. Ja, das Witzige bei dir finde ich ja, du bist
also ich will dich jetzt mal hier unser Küken jetzt nennen, in dem Sinne. Du hast eine der seltensten Völker gewürfelt. Der Wolfkin mit der 12 ist neben dem Mallard mit der 11 das seltenste Volk, das man erwürfeln kann. Dazu eine nicht so ganz beliebte Profession mit dem Mariner. Aber die Würfelwürfe, die dazugekommen sind, eben unter anderem dieses Memento mit dem Hut und so weiter, das sind so spannende Ansätze drin, wo ich sage, da kann man doch was draus machen. Da kann ich als Spielleitung was draus machen und du als Spieler natürlich. Mhm. Okay. Was ich zum Beispiel an dem Zwergen jetzt so spannend finde, Zwergenjäger, der bricht so ein bisschen mit dem Zwergenklischee, ne? Mhm. Da kann ich mit der Axt umgehen, da kann ich mit dem Hammer umgehen, da kann ich, ne, mit dem, der ist im Faustkampf, ist er auch nicht so gut, aber er kann Bogen schießen. Und dann immer von hinten. Also das ist irgendwie so. Was macht das Alter? Der ist clever genug, nicht vorne zu stehen. Das sollen die jungen Leute machen. Ja, aber ich sag jetzt mal, es ist untypisch Fantasy-Zwerg, ne? Mit dem Bogen hinten stehen. Und auch nicht Armbrust, sondern Bogen. Ja. Also Armbrust wäre ja jetzt noch so ein bisschen zwergisch gewesen. Ja, ich war am Überlegen, ob ich noch Punkte auf Crossbow setze. Aber ich habe dann gesagt, nee, ist vielleicht doch mal, ne, der Zwerg mit Bogen finde ich cool. Also. Ja. Ja, vor allen Dingen, ist das etwas, was du dir ausgesucht hättest? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wäre ich auf den typischen Fantasy-Zwerg gegangen mit der Axt oder dem Hammer. Ja. Aber so einen Erpel mit einem Hammer. Ja, und so löst du dich halt mal von diesem klassischen Fantasy-Trope weg und hast was ganz Neues. Und jetzt erzähle ich euch ein bisschen was zum Setting. Dann wird euer Charakter vielleicht gleich noch viel bunter. Wollen wir das so machen? Ja, wir können auch kurz ins Setting reinspielen. Das können wir auch machen. Können wir auch machen. Ich muss trotzdem einen kleinen Ausschweif machen, damit ihr zumindest das Grundsetting schon mal vernommen habt. Wir bespielen die Schildbruchreiche. Die Schildbruchreiche waren einst mal Schildwehr. Oder die Schildwehrreiche, ich muss gerade mal meine Notizen hier aufmachen, ist noch nicht alles 100% in Stein gemeißelt, aber ein Großteil davon habe ich schon. Wir erspielen das jetzt, wir prägen die Schildbruchreiche beim Spiel. Genau. Wichtig ist einfach zu wissen, es gab einen Dämonenkrieg. Also Dämonen, es hat sich ein großer Riss aufgetan in diesen Reichen. Daraus sind Dämonen aus der Hölle gekommen, haben das Land verheert, wurden aber zurückgeschlagen und wurden seither nicht mehr gesehen. Es gibt verschiedene Unterreiche quasi in dem Reich. Bezirke. Welche Bezirke das sind, da kann man ja immer noch drauf kommen. Ihr seid auf jeden Fall gerade auf einer Landstraße. Es ist später Abend und ihr seht in der Ferne ein Licht glimmen. Und ihr seht einen Gutshof. Dieser Gutshof ist an einer gut ausgebauten Handelsstraße und liegt quasi zwischen dem Glimmerhof. Was der Glimmerhof ist, können wir noch erspielen. Und den
Wo habe ich es? Nicht da, nicht hier, nicht dort. Rede ja. Der. Heckenflechtenklave. Die Heckenflechtenklave. Ihr seht vor euch einen Gutshof auf dem, auf einem schönen Schild, schön bemalt, ein dicker Entenbürzel zu sehen ist. Und der Gutshof ist auch als der Bürzel bekannt. Ihr öffnet die Tür zum Schankraum und die Wärme, die euch entgegenkommt, ist eine wohltuende Abwechslung zu den kalten Nächten auf den Wegen und Wäldern. Hinter dem Tresen begrüßt euch ein Erpel. Willkommen im Bürzel, setzt euch ans Feuer, ich bin gleich bei euch. Und er zeigt auf einen Kamin. Dort stehen drei Stühle vor dem Kamin oder ein Tisch etwas in einer Ecke mit vier Stühlen, der frei ist. Der Wirt, dieser Erpel, den er euch angerufen hat, hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Und war zumindest ein warmes und gütiges Auge, denn das andere Auge hat eine Narbe über dem Gesicht und auch der Schnabel hat ein paar Kerben. Und als ihr Platz nehmt, kommt er auf euch zu und mit einem watschenden Gang und er stellt euch vor, hallo, ich bin Hieronymus, mir gehört der Bürzel und ich hoffe, ich kann euch dazu überreden, hier die Nacht zu verbringen und vielleicht auch etwas Gutes zu essen und zu trinken. Was kostet das denn? Na, Kosten. Nun, erstmal würde ich sagen, da ihr neu hier seid, gibt es erstmal für alle ein Bier aufs Haus. Und ihr erzählt erstmal, was treibt euch denn hierher? Seid ihr viel rumgekommen oder? Ich für meinen Teil bin Hackenswell Dragonheart. Meines Zeichens Ritter im Namen von Quaxwell dem Großen. Ich nehme mal ein Buch und gucke, ob der da drin steht. Und ich bin auf der Suche auf meiner Quest, um ein großer Ritter zu werden. Ah, wahrscheinlich sogar ein Ritter von den Hütern der lebenden Hecke. Na? Elowen Zart? Ein Heckenritter, ja, selbstverständlich. Quasi. Gibt es denn in der Hecke auch irgendwelche Viecher, die man jagen kann? Ich bin nicht von hier. Nun, die Heckenflechtenklave. Die Bewohner von der Enklave sind etwas eigen. Also kann man sie jagen, das ist gut. Da gehen wir dann mal hin. Nun, die werden euch zurückjagen, wahrscheinlich. Also, das soll ihr seid wirklich nicht von hier, man merkt das schon. Damals, als der große Dämonensturm war, hat die große Zauberin Elowen mit der Macht der Natur die Tiere des Waldes beschützt und die große Hecke geschaffen und somit diese Heckenflecht-Enklave erschaffen. Und durch diese Naturmagie haben sich die Tiere hinter der Hecke auch etwas verändert. Und nun ja, sagen wir es mal so, wir Erpel und auch
die Wolfsmenschen, wir haben so ein bisschen was, unsere Wurzeln in der Enklave, wenn man mir diese Anspielung auf die Wurzeln verzeiht. Ja, passt schon. Ja, passt schon. Egal. Wenn es lebt, kann man es töten und das Fell verkaufen. Beim Erpel geht das nicht. Wer will denn schon die Daunen haben? Außer ein Bettenmacher. Hieronymus guckt dich an. Funkelt da etwas garstig aus dem einen Auge so. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du mir die Federn abziehen willst, rasiere ich dir den Bart, mein Freund. Nein. Bringt uns mal 4 schäumende Bierchen. Ne? Auf geht's. Ich bringe euch gleich mal euer Bier. Meister Hieronymus, und wenn ihr noch was zu essen habt, dann gleich noch eine Schippe drauf, bitte. Was zu essen kostet dann aber. Das erste Bier geht aufs Haus. Ja, der aber... Erpel zahlt. Was bitte? Nee, das stimmt nicht. Doch, das hast du so gesagt. Ja, das hast du so gesagt. Wann habe ich das gesagt? Bevor wir hier reingegangen sind. Draußen am Hof? Richtig? Ach, verdammt. Ja, was darf es denn sein? Darf es dann eine ordentliche Mahlzeit sein oder reicht eine Bowle mit Eintopf? Nee, eine ordentliche Mahlzeit soll es schon sein. Ich habe bezahlt, ich bezahle, dann bestimme ich, es gibt Eintopf. Ist da Fleisch drin? Ich kann dir auch das Fleisch rauspicken. Also. Weil sie will ja Fleisch haben. Ich bin doch kein Vegetarier. Wie sehe ich denn aus? Kann man ja, jagen? Bei der Heckenflechtenklave weiß man nie. Ah, da ist noch so einer von der Heckenflechtenklave. Oh, der kam gerade angelaufen. Ja, Eintopf gibt es mit Fleisch natürlich. Eine schöne viel, dicke Wurst. Viel, bitte. Ja, also so eine Schüssel Eintopf kostet 5 Kupper. Kriegen wir schon geregelt. Sag mal, Wolfsfrau, was macht denn eine Seefahrerin hier mitten auf der Landstraße? Naja, scheinbar nicht zur See fahren. Nee. Ist ja auch keine Seestraße. Man kann ist ja vielleicht nicht... in Flut untergekommen. Bitte? Kann ja sein, dass du mit den Flussbooten mitgefahren bist. Könnte sein. Ja. Mysteriös, mysteriös. Kommt jetzt langsam aber das Bier. Bier kommt gleich. So, ja, also mein Name ist, wir sitzen hier an einem Tisch, aber wir kennen uns ja noch gar nicht. Nee. Mein Name ist Hecklswell. Hecklswell Dragonheart. Hecklswell? Wie Heckel Geflecht? Ach nee, das war ja was anderes. Nein, Hecklswell. Wie ich hacke. Ach so. Ach so, du hackst gut. Ja, sicher hacke ich gut. Welche Mutter gibt ihrem Kind denn so einen Namen? Eine vorausschauende Mutter, die weiß, dass ich ein großer Ritter werde und Leute, abhacke. Das kenne ich. Ich schreibe mir das sogar auf. Willst du mal mein Buch sehen, lieber Herr Ritter? Ich habe hier so das Buch der Namen. Du hast ein Buch? Eher Buch. Ja, mein... Pff. Ich mag auch Bücher, aber besonders gerne mit weichem Papier. Ja, zum Arsch abwischen, ne? So sieht's aus. Ich kann nicht gut, also lesen ist nicht mein Ding. Ihr könnt's dir vorlesen. Oder ich könnt's dir singen. Darius ein Auge. Jupp der Schlitzer. Soll ich weiterlesen? Nein. Ich weiß, was willst du mir sagen? Kenn ich alle nicht. Kenn die nicht. Nee, ich bin ja auch schon alt. Das waren so die ersten. Das ist schon ein bisschen länger her. Ja. Du hast alle schon abgestochen. Ja. Also mein Name ist Urd Forest Fox. Ich bin ein Jäger und ich komme eigentlich aus dem Wald. Ja. Und ich jage Tiere. Das macht ja nichts. Ja, aber keine Erpel, ne? Nein. Gut. Keine Wölfe. Nein.
Ich bevorzuge da eher Gänse und Füchse. Ich bin hier unterwegs, um zu gucken, ob es irgendwelche Heldentaten gibt, die man vollbringen kann und vielleicht auch ein bisschen Geld damit verdienen. Genau das will ich auch nochmal versuchen auf meine alten Tage. Ich habe da schon ein bisschen was erlebt, aber so richtig hat es mir nicht mehr dann gefallen, in jeder Taverne zu spielen und Geld zu machen, für die Leute zu singen und zu tanzen und dabei Katzen zu vergraulen. Brine ist mein Name. Wie Birne, nur falsch geschrieben, aber Silberzunge reicht auch. Hm. Ah. Ihr seid jemand, der etwas vorträgt? Gedichte, Geschichten oder Gesang und Flöte. Ja, dann mal los. Ist das Bier schon da jetzt? So langsam kommt Hieronymus mit dem Bier zurück. So, Abenteurer seid ihr, was? Ah, das ist ja eher eine Seltenheit in den letzten Jahren geworden hier. Ja, dann müssen doch bestimmt einige Aufträge übrig geblieben sein. Aufträge. Irgendwas zu tun. Gibt es ein schwarzes Brett? Wird jemand vermisst? Ratten im Keller. Räuberbanden sind auch sehr gerne genommen worden früher. Piraten nehmen wir auch. Also es ist, was halt gerade da ist. Ich will nicht wieder zurück auf See. Wo ihr das gerade mit den Ratten im Keller sagt. Oder den großen Eber von Heckenhausen. Was ist mit Ratten im Keller? Also ich gebe ja zu, also in letzter Zeit war ich ein bisschen schluderig und ich habe eine kleine Rattenplage im Keller. Sind das RVAGs? Ratten von außergewöhnlicher Größe? Könnte man so sagen. Oh, das ist gut. Ja, dann auf ins Gefecht. Ja, Ruhm und Ehre. Also, ihr geht vor, ich bleibe hinten. Wo ist der Keller? Wenn ihr da unten aufräumt, dann könnt ihr eine Nacht hier bleiben, ohne Kosten. Dann geht der Eintopf auch noch auf mich. Hervorragend. Na, dann machen wir aber ein richtiges Essen draus, ne? Na, also dann müssen wir aber schon, also ein richtiges Essen ist schon. Wollt ihr jetzt die Ratte loswerden oder nicht? Dann, wo ist der Keller? Halt eben Eintopf und normales Essen. Ratten. Ratteneintopf. Also zum Keller kommen wir in die Küche und in der Küche habe ich den Weg nach unten. Prima. Ich nehme mir Schild und meinen Kriegshammer zur Hand, rücke den Helm zurecht so. Frau Silberzunge, ich glaube, die Intelligenten bleiben heute mal hinten. Was? Nein! Nach vorn mit mir! Ich möchte was erleben auf meinen alten Tage. Hast du mich gerade doof genannt, oder was? Nein. Vorsicht! Hier ist aber gleich Achterbahn! Vorsicht, der Bürzel geht steil! Also ich jetzt mal! Was erbürzelt er sich? Ich laufe einfach los Richtung Küche und dreht halt erstmal die Küchentür auf. Mit Bogen im Keller. Hey, müssen nicht so grob sein. Da lang, oder? Auf geht's. Ja, hier ist die Klappe und da könnt ihr runter in den Keller steigen. Hier, ich habe eine Öllaterne für euch. Dann habt ihr da unten auch Licht. Ja, ich bleib hinten und halt mal die Klappe. Und das Licht. Und als erstes durch die Kellertür. Quetscht dich an mir vorbei oder so. Ich werde, also wir quetschen uns gerade alle zu dritt so. Durch die Tür. Geht ihr mal. Ja. Unglaublich. Dann drängeln wir uns die Treppe nach unten. Geht in den Keller und er riecht nicht so schlimm. Also man könnte ja meinen, wenn man wirklich sagt, er hat eine Rattenplage, dann stinkt der eventuell oder sowas. Ich finde es gut, dass er in den Keller unter der Küche und er riecht nicht so schlimm. Das ist schon mal vertrauenserweckend, was die Kneipe angeht. Ich
rümpfe trotzdem die Nase. Ich habe vermutlich ja auch ein bisschen einen besseren ja, du Sinn. Hast einen anderen Geruchssinn. Ja, tatsächlich seht ihr ein paar dickere Ratten auf dem Boden, vereinzelt, die sich an ein paar Säcken mit Getreide zu schaffen machen. Ich renn drauf. Seht ihr was? Hier zu Tür, also gleich wie immer. Ich zieh so meinen Säbel und guck den so an und denk mir so, ich fürchte, da mache ich mehr mit kaputt als ich. Aber wir probieren's mal. Ich hab einen Hammer, das ist gut. Ich scheuch sie zu euch. Was haltet ihr davon? Ja, du ja. Haust rein, ich hau drauf. Dann würde ich doch sagen, gehen wir doch mal in die Initiative für Asse. Ich bleib oben, falls einer entkommt, schieße ich sie ab. Initiative funktioniert hier wie folgt. Es gibt Initiative-Karten, die ziehe ich für euch diesmal, weil ich habe sie hier. Von 1 bis 10. Je höher die Nummer, desto später bist du dran. Also der mit der 1 ist zuerst dran, der mit der 10 ist zum Schluss dran. Ich muss noch, also es sind gerade Leute dazugekommen, deswegen müssen wir noch einmal kurz erzählen, wen wir so spielen. Ja, mach das doch mal. Also, ich spiele Hackleswell Dragonheart, den Erpelritter. Ich zeichne mich dadurch aus, dass ich äußerst mutig, nicht sehr schlau, sehr leichtgläubig bin und eine überaus kecke Tolle habe, die gerade so unter meinem Helm hervorlugt. So. Ja. Mein Name ist Urd Forest Fox. Das hört sich jetzt sehr schlank und agil an, ist es aber nicht, weil er ist ein alter, knurziger Zwerg, ein Jäger, der hauptsächlich mit seinem Bogen hantiert, was für einen Zwerg sicherlich sehr untypisch ist. Und er ist in der Schlachtreihe meistens gerne hinten. Bei mir ist es die Halblingsdame Bardin, ehemals Brine Silberzunge, die sich auf ihre alten Tage noch einmal das Abenteuer trauen möchte und demzufolge schnurstracks gerade darauf zurennt. Ansonsten versteht sie sich ganz gut darin, alles zu machen, was man mit ihrer Stimme so anstellen kann. Singen, behandeln, reden, lügen. Mal sehen. Und ich bin Wolf Shadow Whitewater, eine junge Wolfkin-Seefahrerin. Ich versuche auch immer als Erste da zu sein, um es kaputt zu kloppen. Und zeichne mich aus durch mein wettergegerbtes Gesicht und meine ehrlichen blauen Augen. Und ansonsten, ich bin ziemlich schnell. Gut. Jetzt hauen wir Ratten. Jetzt hauen wir Ratten. Es gibt eine Besonderheit bei Dragonbane. Es gibt Karten für improvisierte Waffen. Es gibt zwei improvisierte Waffen, die hier im Keller sind, die ihr einsetzen könnt als Aktion. Und zwar gibt es eine Weinflasche. Die könnt ihr zum Beispiel einsetzen, um einen Gegner innerhalb von 2 Meter damit zu schlagen. Es gibt aber auch einen Eimer mit Seifenwasser. Den könnt ihr einsetzen, um Leute, Monster, Gegner zum Stolpern zu bringen. Wir ziehen Initiative. Ich fange oben, also ich gehe hier in der Leiste im Uhrzeigersinn rum. Ich fange bei Kregen an. Der Kregen hat die Nummer 6. Die Nummer 6. Die Isuna hat die Nummer 4.
Der Lama, das Lama hat die Nummer 9. Die Nummer 9 ist relativ weit hinten dran. Lea hat die Nummer 3. Und die Ratten haben die Nummer 2. Das heißt, die Ratten bemerken euch und gehen davon aus, dass ihr ihnen das Futter wegnehmen wollt. Und das sind 3 Ratten. 3 Stück. Die agieren in derselben Initiative. Und die erste würde natürlich direkt erstmal auf unseren Halbling zustürmen, der so frech sich nach vorne gewagt hat, weil irgendwie scheint der Halbling hungrig auszusehen und die Ratten haben keine Lust, ihr Essen mit anderen zu teilen, die hungrig sind. Das bedeutet, sie würden versuchen, also die eine Ratte würde versuchen, dich zu beißen. Sie hat ein Skill-Level von 8, unter denen muss ich jetzt würfeln. Du kannst sagen, du möchtest ausweichen, du kannst sagen, du möchtest parieren oder du sagst, du möchtest nichts dergleichen tun, denn wenn du ausweichst oder parierst, hast du deine Aktion für diese Runde getan und deine Initiativekarte wird rumgedreht und du bist nicht mehr dran. Ah, okay. Ne? Muss ich mich entscheiden, bevor du gewürfelt hast? Du musst dich nicht entscheiden, bevor ich gewürfelt habe. Ich würfel eine 8, das würde treffen. Jetzt musst du dich entscheiden, möchtest du ausweichen? Das würde auf deinen Evade-Skill gehen. Ja, ich möchte auch gerne Hard-to-Catch mitnehmen, dann einfach mal, because I can. Hard-to-Catch, ja. War ja, ne, mit Evade. Genau. Der kostet, glaube ich. Gehen wir einfach mal in die Vollen. 3 Willenspunkte und du bekommst einen Vorteil. Das heißt, du würfelst mit 2W20 und musst kleiner gleich deines Evade-Werts würfeln. Mhm. Gut. Ja, mit dem 2. habe ich es geschafft. Sehr gut. Aber das heißt, deine Aktion ist für diesen Turn durch. Was für eine Nummer hattest du? Ich hatte die Nummer 6, nee, Quatsch, 4. Die 4, ne? Ich wollte gerade sagen, weil ja. Die 6 hatte der Krägen. Genau. Dann, die nächste Ratte würde sich auf das andere freche Wesen, das nach vorne gestürmt ist, und zwar den Wolfkin, stürzen. Mhm. Mit einer 7 würde auch treffen. Du kannst auch sagen, du weichst aus, du parierst oder du machst gar nichts, nimmst den Schaden und hast dann die Möglichkeit, in der nächsten Runde, also in dieser Runde noch zu attackieren. Also eine 7 trifft und wie viel Schaden kriege ich dann? Das wissen wir noch nicht. Das wissen wir noch nicht. Das wissen wir noch nicht. Nein, da habe ich noch nicht gewürfelt. Das entscheidet sich erst, ob du ausweichst oder. Es ist eine Ratte. Eben, ich will sie ja kaputt hauen. Dann also, beißt sie mich halt. Dann beißt sie dich. Dann bekommst du 3 Schaden. Bah. Aber das heißt, deine Initiative ist noch bestehend. Und da ist noch so ein Blechding vor der anderen Ratte. Da wird sie versuchen reinzubeißen, aber klang, beißt daneben. Der Enterich ist doch sehr stabil. Ja. Die Ratten sind mit ihrer Initiative durch. Die nächste in der Initiative wäre damit Lea mit ihrem Wolfkin. Mit meinem Krummsäbel. Genau, mit deinem Krummsäbel. Ja. Ihr braucht natürlich auch Werte für die Waffen, ne? Für Schaden zu machen, aber da kommen wir gleich zu. Also meine ganz doofe Frage habe ich eigentlich auch, ich meine, ich bin ja ein Wolfkinder, habe ich Krallen, mit denen ich zuhacken kann, zum Beispiel? Das wäre ein Unarmed Attack. Du hast aber keine Krallen als besondere Dings, die da mehr Schaden machen. Ah, okay, gut. Ja. Nee, dann nehme ich meinen Krummsäbel. Ja. Der Scimitar würde 2W6 Schaden machen. Hat
die Features Toppling und Slashing, was quasi nochmal umschubsen wäre, wenn du einen kritischen machst und sowas, würde auf deine auf deinen Schwertstil Skill gehen. Das heißt, du würfelst jetzt mit einem W20 unter dein Schwert. Swords. Dann probieren wir das mal. So niedrig wie möglich würfeln ist Trumpf. Ja, schade. Irgendwie sind meine Würfel zu gut. Ich habe eine 15. Das heißt, du bist eins drüber wahrscheinlich. Nee. Du kannst. Es geht nach Stärke, ne? Sword ist nach Stärke. Dann ja. Habe ich 12. Das ist 12 nochmal. Okay. Du kannst sagen, okay, ich möchte jetzt aber unbedingt treffen, dann kannst du eine Condition auf dich nehmen. Nicht bei zum Beispiel. Nee, bei Ratten machen wir das nicht. Alles klar. Dann hast du verfehlt. Ja, daneben genau. Das wäre deine Initiative. Damit ist unser Zwerg dran. Pfeil auf die Sehne legen ist, glaube ich, eine freie Aktion, ne? Wenn mich ja. alles löscht. Das kann ich das also machen, ne? Aktion. Das kannst du machen. Würde ich halt dann auf die Ratte schießen, die unsere Wolfsdame angegriffen hat. Mit einem Langbogen. Alles klar. Nee. Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ich bin ja ein Zwerg, ich bin ja nicht groß, dass es vielleicht doch eher besser ein Kurzbogen wäre. Der macht zwar nicht so viel Schaden, aber da ist dann passt dann wahrscheinlich in der Größe besser handelbar. Okay, wenn du einen Kurzbogen willst, dann gut, dann kriegst du einen Kurzbogen. Der ist halt von der Reichweite nicht so gut. Also, ja. Das kann ja auch ein zwergischer Langbogen sein, der andere. Okay. Wie du möchtest, auf jeden Fall. Ne? Du hast den Langbogen erwürfelt, dann bleiben wir auch beim Langbogen. Dann nehmen wir halt einen Langbogen. Ich würde gucken, ich muss drunter bleiben, ne? Ja, gleich oder weniger. Ja, also irgendwie ist es mir zu dunkel da drin und irgendwie völlig stickig und ich sehe die Ratte auch nicht gut. Ich schieße den Fall irgendwo ins Gebälk. Möchtest du pushen oder möchtest du sagen, nee? Ja, ich könnte mich pushen. Ich bin darüber so wütend. Ja, das heißt, ich nehme jetzt die Condition Angry, genau. Angry und kann dann noch einmal wiederholen. Ne? Ja. Und mit Angry funktioniert es. Ich bin so wütend. Dann würfel doch mal mit einem W12. W12. Das ist der hier. Das wäre eine 9. Du siehst, wie dieser Pfeil. Naja, okay. Die Ratte war einmal. Also, ich wollte es jetzt nicht zu explizit machen, weil. Der Pfeil schnellt von der Sehne, fliegt durch den Raum, umkreist zweimal den Wolfskin, ja. Macht noch ein Looping. Ach ja, schießt der rein. Bonus, stimmt. Du hast ja noch einen Dex-Damage-Bonus für deine Damage-Bonus-Agility. Das ist auch noch mal Schaden, der draufkommt. Ne? Durch das Auge. Durch die Gedärme, die Leber wird gerade eben perforiert, hinten wieder raus und pff. Ja, also Tigerdrache, danke, dass du mich daran erinnerst. Muss er aber nicht drauf würfeln, der hat genug Schaden gemacht. Gut, dann bin ich dran. Haben wir den Apple. Ja, ich nehme einen Hammer und den großen Rattenzerquetscher. Ja, und hau auf die Ratte. Und treffe. Ich habe eine 11 gewürfelt. Ich habe 14. Dann machen sie mal Schaden. Die Ratte hat schon agiert. Die kann nicht ausweichen. Das sind... Warte. Oh, wow. 14. Ja, möchtest du dir den Schmutz vom Hammer wischen? Nee, eher von allen anderen. Also, weil ich haue so von oben auf die Ratte drauf. Das macht so...
Und die explodiert quasi förmlich. Stört mich nicht. Ja, absolut eklig. Ja. Das macht mich übrigens sehr wütend. Die Ratte war auch einmal. Und Scheiß Ratte, alles dreckig hier! Scheiß Ratte, alles dreckig. Und ihr findet ja diese eine Ratte hier, die jetzt so übrig ist. Aber irgendwas rumpelt und poltert in der Kellernische im Eck. Und aus dem Nichts quasi werden Säcke umgeworfen und ein Rattenkönig steht vor euch. Wer es nicht weiß, ein Rattenkönig ist ein Schwarm Ratten, die am Schwanz sich verknotet haben. Und das sind ein paar große, fiese Ratten mit ganz vielen Zähnen, die geifernd auf euch zustürmen. Deswegen zieht auch der Rattenkönig jetzt die erste Initiative-Karte. Und der Rattenkönig zieht zwei Initiative-Karten. Zweimal. Das ist die 1 und die 5, genau. Boah. Jetzt gehen wir zum Kregen. Der Kregen hat diesmal die 9. Isuna hat die 6. Das Lama hat die 7 und Lea hat die 10. Und boah, die andere Ratte, die noch da ist, hat die 8. Ihr werdet vom Rattenkönig überrascht. Dieser kommt auf euch zugestürmt. Wie gesagt, ist ein riesiger Schwarm an Ratten. Zählen aber als eine große also Kreatur. Ein Gegner, okay. Und das Schöne ist, da dieser Rattenkönig ein Monster ist, würfel ich auf einer Attacken-, also Monster-Attacks-Tabelle. Ich nehme aus dem Grundbuch die Werte für Vampiric Bats, weil es keinen Rattenkönig bisher gibt. Und den muss ich erst noch entwickeln, aber das kommt. Eine 6. Oh, okay. Mass Attacks. Die Ratten teilen sich auf, also lösen ihren Knoten am Schwanz und greifen alle von euch an. Ihr würdet alle 1W8 Schaden bekommen, außer ihr schafft es auszuweichen oder wenn ihr nichts macht, dann... Ich habe eine Frage. Ja. Ich meine, das ist ja, gilt das als einen Angriff? Es ist eine Attacke, aber du kannst nicht alle auf dich ziehen. Das war weil meine Frage ist, eigentlich. Das ist eine, ja, ich weiß, aber es ist halt eine Special Attack, die jeder Gegner, weil du kannst nur die von einem anderen, also einen anderen kannst du beschützen, aber nicht alle. Ja, unsere Bardin. Yes. Die beschütze ich. Ich gebe 3 Wildpunkte aus. Okay, dann würdest du 2W an Schaden bekommen. Ja, Und, aber jeweils einzeln, oder? Jeweils einzeln, ja. Okay. Wir machen jetzt erstmal, ich fange von hinten an. Lea bekommt 2 Schaden. Außer du sagst, du willst ausweichen. Nee. Dann der Kregen bekommt 2 Schaden. Außer er möchte ausweichen. Und unser Apple bekommt einmal 7 Schaden. Was sagt deine Rüstung? 2 durch. Oh, doch 2. Hast du mit Helm und... Mit Helm habe ich 5. Okay. Der Schild gibt mir ja keine Rüstung, ne? Genau, mit dem parierst du. Ja. Und die zweite Attacke sind 5. Der wird direkt von deiner Rüstung gefressen. Brechen die sich jetzt die Zähne ab? Wenn ich eine Lederrüstung leider nein, weil das keine Waffe ist. Ja. Habe ich dann auch so eine Art Schutz? Ja, eine Lederrüstung, natürlich. Lederrüstung? Nee. Hab ich gar nichts danach geguckt. Warte. Leather Armor, Effekt 0.
Armor Rating 1, sehr gut, 1. Armor Rating 1, ja. Also ein Schadenspunkt wird reduziert, das heißt, du kriegst nur einen Schadenspunkt. Ah, okay, dann hätte ich gut. Vorhin auch, okay. Dann baue ich mir, auch einen wieder drauf, ne? Ja, ja. Das war die 1. Dann hätten wir Izuna. Ich hatte die 6, ich bin erstes nach der Ratte dran. Ach stimmt, noch mal ja. Bei 5 wir haben noch eine 5. Genau, der ist nochmal dran. Ich würfel nochmal, was der für eine Attacke als nächstes macht. Nein, die hat er eben gemacht, das ist langweilig. Ich würfel so gut. Okay, wer von euch hat die höchste Konstitution? Ich gehe davon aus, dass es unser Erpel. 16. Dürfte ich sein. Ja, ja. Der Rattenkönig springt in einem großen Knäuel auf dich zu und würde 2W6 Schaden machen und würde eine Furchtattacke bei dir auslösen. Was heißt das mit der Furchtattacke? Kann ich irgendwas machen? Warte, Furcht muss ich nochmal nachlesen. Das musst du nämlich einen Wurf gegen machen. Wahrscheinlich gegen Willpower. Weil die Condition wäre dann scared. Also das würde irgendwie passen. Condition 4, genau. Wenn du von einer Furchtattacke getroffen wirst, musst du direkt einen Wurf auf deinen Will-Wert würfeln. Ja. Den kannst du zur Not auch pushen. Ja. Das zählt nicht als Aktion. Und am besten schaffst du den. Ja, alles klar. Den Schaden schlucke ich. Und die Furcht schaffst du, ja? Warte. Ich habe 4 gewürfelt. Was ist Furcht? Furcht? Was ist Furcht? Ich lese nicht das gerne. Den Artikel habe ich nicht gelesen. 10 Slashing Damage wären das. Also nur 5. Und das war der Rattenkönig. Ha! Rattenkönig, lacht dir ins Gesicht! Jetzt ist in welches von den vielen? Jetzt ist aber Izuna dran. Ich zücke meine Flöte und spiele dem Rattenkönig das Lied vom Tod, um damit meine Kumpanen zu bestärken. Also möchtest du deine Leute verstärken? Richtig. Okay. Das heißt, ihr würfelt alle mit den 2W20 für Vorteil. Moment, Musician, das gilt... Bis zu ihrer nächsten Handlung. Genau, bis zur nächsten Handlung. Wunderbar. Das war deine Aktion. Wir machen, wie ihr bemerkt, keine große Bewegungsgeschichte, weil normalerweise könntet ihr euch noch wir bewegen. Wir sind in einem engen Keller. Na, dann haben wir das Lama. Ja, laut brüllend werfe ich mich auf dieses Rattenbündel. Okay. Und hab eine 1. Mit deinen Hammern, ne? Das heißt, du kannst dir ein Häkchen bei deinen Hammern setzen. Ja. Und da du einen Crit gemacht hast, darfst du dir jetzt aussuchen. Was ist der Dragon Roll? Entweder kannst du die doppelte Menge an Würfeln für den Schaden würfeln. Oder du kannst direkt eine zweite Attacke gegen einen anderen Feind, das ist ja noch eine andere Ratte da, ja, als Freiaktion machen. Oder Rüstung, sage ich dir jetzt schon, die haben keine Rüstung, hätte keinen Effekt gegen deine Attacke. Ich würfel den Schaden 2-mal. Ich, genau. Du, mein Hammer und, hat inklusive des Bonus-Schadens? If you get a critical hit with a and have damage bonus. Nee, der Bonusschaden wird einzeln gewürfelt. Okay.
Das wird bevor Adding Bonus verdoppelt. Wird der Schaden verdoppelt oder würfle ich die doppelte Anzahl an Würfel? Du würfelst die doppelte Anzahl an Würfel. Doppelte Anzahl an Würfel plus dann dein Bonuswürfel. Das sind 6, 10, 14, 20, 24. Ja, so ein Hammer macht aus einem Rattenkönig auch mal schnell Matsch. Gott, ist der wütend! Rattenmatsch! Ich bin so wütend! Hangry. Die andere Ratte, die da ist, sieht, wie der Rattenkönig gerade zu Mus verarbeitet wird. Das und, dauert auch einen Moment, ne? Also es sind ja ganz viele Ratten und ich nehme dann irgendwann, wenn ich mit dem Hammer müde werde, nehme ich den Schild und dieses typische Whack-a-Mole. Hau mit meinem kompletten Schild auf diesem Rattenmus rum. Ich untermale das musikalisch. Einen für Evade ausgeben sollen. Ich guck mir meinen Pfeil an, schick den Pfeil wieder weg. Die letzte Ratte, die da noch ist, würde in einem verzweifelten Versuch die Flöte anspringen. Ne? Weil Rattenfänger Flashbacks und so. Und würde treffen. Da du eine Aktion gemacht hast, kannst du nicht ausweichen. Ja. Ich gebe Willenskraft aus. Komm her, du Drecksvieh! Kann sein, dass das nicht ist. Keine geht, Aktion. Das ist keine Aktion, ne? Ist keine dann Aktion. Dann geht das. Dann wirft sich quasi der Erpel mit dem Schild dazwischen. Und du kannst aber nicht dodgen. Nee, gar nicht. Ich kriege einfach den Schaden. Kommt, aber mit zwei Schaden geht da nichts durch. Prallt die einfach an diesem Schild ab. Der prallt einfach an diesem Schild ab. Bonk. Und war hier nicht ist jetzt benommen. Ich stelle mir vor, wie diese Ente so wie so ein Flummi durch diesen Raum springt. Ja. Urt. Der ja. Werk ist ja. Ja, gibt ja offensichtlich nichts mehr zu tun. Ne? Ich suche dann die besagte Weinflasche, die du vorhin so angeboten hast. Ja. Du hast ja den Pfeil weggeschickt. Also du hast eine freie Hand, das ist definitiv gegeben. Willst du diese Flasche auf die Ratte schlagen? Wir. Nee. Der wird getrunken. Nee. Ich kann sagen. Das macht der Erpel schon alleine. Ich mache die Flasche offen und trinkbar. Okay. Dann ist die Wine-Bottle-Geschichte. Du trinkst einen guten Wein. Und Lea, du bist dran. Also ich werde jetzt irgendwie so, ich gucke mir das ganze Schauspiel an und denke mir so, die ist jetzt noch meine. Ja, du hast noch eine Ratte vor dir, die etwas verdutzt schaut, weil sie gerade von einem Erpel mit einem Schild verprügelt wurde. Ja. Ich habe noch so einen lustigen Vorteil, oder? Mit meinem Vierter. Ja, ich spiele weiter. Du spielst weiter. Ja, genau, du würfelst mit 2W20 und nimmst den besseren. Okay, ja. Ohne 2. Das trifft, macht einen Schaden. Das ist mit dem, ja, ich weiß, du weißt noch gar nicht, wie viel Schaden du machst. mit dem Scimitar sind das 2W6. 2W6. Plus dein... Plus die 4, weil Strange, ne? Genau. Also nicht plus 4, ja. Sondern plus ein W4. Ein W4, ja. Ach, plus ein W4. Genau. Das ist nicht fest plus 4, sondern das ist den Würfel. Okay, also nochmal ein W4 dazu. Okay, dann 8. Das reicht auch ganz genau. Prost! Nee, 9 sogar, aber... Ja, also... Rechnen ist nicht mehr so. Letzte Ratte wird von dir in zwei Hälften geteilt. So. Habt ihr gesehen? Das war meine. Ich gebe mir einfach pro forma den Zustand angry. Weil du es halt bist.
Regeltechnisch, ich hatte überlegt, hättest du nicht die Flöte gespielt, hätte ich meinen Angriff verbessert durch Ill-Tempered. Ja. Aber da hätte ich auch nur Vorteil. Das wäre super Vorteil. Darfst du damit 4 W20 würfeln? 18. Nein, weiß ich nicht. Geht nicht. Vorteil ist Vorteil. Ja. Da habe ich die Ratten ja ganz gut zur Strecke gebracht. In dem Verschlag, aus dem der Rattenkönig gesprungen ist, seht ihr, wie ein paar Ziegel, also so Mauerstücke rausgebrochen sind, wo scheinbar das Nest von den Ratten war. Dort ist eingestaubt in der Ecke ein Säckchen, scheinbar eingemauert worden mal. Hm. Wer ist am nächsten dran von uns? Ja, dann, also ich dränge mich nicht vor bei sowas. Nein, du schlägst noch auf dem Rattenkönig. Ja, alles gut. Ja, ich pack da mal zu. Säckchen. Ja, und da sind 90 Silbermünzen drin. Ui. Ich habe eine Schatzkarte gezogen und geguckt, wie viel ihr bekommt. Und ja, da waren 90 Silbermünzen versteckt. Teilen! Ich habe es gefunden. Das heißt, ey, wir teilen. Ich stehe daneben und gucke nach oben. Das sind 89 mehr, als ich habe. Geht nicht. Bitte was? 90 wir haben hier die meiste Arbeit nicht geleistet? Ja, von mir aus kriegt sie 2 Silbermünzen mehr, das ist mir egal. Ich habe eine Ratte getötet. Eine? Ja, ich auch. Willst du mich verscheißern? Ich schmier mir diesen Rattenmocks ab. Ich nehme also den Eimer und lasse ihn über seinen Kopf drüber. Da ist ja noch Waschwasser drin, ne? Meine ja, Frisur! Das ist ein Bucket mit soapy water, genau. Meine Frisur! Ja, ist die gleich wieder sauber. Ich verstehe das überhaupt nicht. Dreck ist doch gut. Verdammter Köter! Ich bemühe mich, meine Tolle wieder zu formen. So, 90 durch 90 durch 4. Sack wegzunehmen. Ja, ja, ne, Fuchs, Hund, 20, Zappel. 22 für jeden und was übrig bleibt, kannst du behalten. Gut. Das verletzt mich jetzt aber sehr, dass du mich Köter genannt hast. Du hast meine Frisur zerstört. Ich habe dir nur beim Saubermachen geholfen. Ach so. Ja gut, dann tut mir das leid. Bist du ein guter Junge. Es wäre viel schlimmer gewesen, wenn du mit dem Wasser diese Tätowierung abgewaschen hättest. Dann wäre er böse geworden, glaube ich. Mutti. Ja, für alle, die noch nicht da waren, denn unser Apple hat Mutti in einem Herz auf seinem Oberarm tätowiert. Was ist denn eigentlich das Tattoo bei unserem Halbling? Sie hat tatsächlich übers Gesicht. übers Gesicht einfach so. Hier eine Träne, aber halt ansonsten ein bisschen verteilt das Geschirr. Träne unterbrochen. Klassische Knastträne unterm Auge. Hallo, ich bin ein Halbling und ich bin edgy. Na was denn? Ich kann meine Haare auch aufs Gesicht machen. Von dem Geschepper und Gerumpel, das unser Apple hinterlassen hat, angelockt, öffnet Hieronymus oben die Tür. Ihr sollt da unten nicht alles kaputt machen. Hier waren aber ein paar mehr Ratten. Die war ganz fett, war die. Habt ihr sie denn platt gemacht? Ja, sicher. Ja. Ja, wunderbar. Ja, kommt doch hoch und ich richte euch das Zimmer fertig und mache euch was Schönes zu essen. Eventuell müsst ihr mal jemand durchkerchern. Es sei denn, wir kriegen extra Bezahlung. Dann mache ich das. Ja. Kein Problem mit. Also so wie es hier aussieht, ist das eine neue Definition von platt. Die sind platt. Hm? Ja. Tritt sich fest. Ja. Ihr habt da noch. Du hast da noch so ein Stück Schweif, glaube ich. Ja, da.
Auf dem Schnabel. Ja. Rattenschwarz. Ja. Ich schüttel mich einfach mal ordentlich. Genau, Stress abschütteln. Das ist... ihr habt da auch noch ein Stück Schweif am Schweif. Ich würde sagen, in Angesichts der Uhrzeit sollten wir beim nächsten Mal weiterspielen, oder? Ja. Ist das nicht ein schönes Finale? Ihr bekommt ein schönes, warmes Zimmer. Ihr bekommt ein gutes Essen und nochmal ein Bier aufs Haus. Und wie es weitergeht mit dem Bürzel und unserer illustren Runde, das sehen wir hoffentlich beim anderen Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, die Charaktere zu erschaffen und die Charaktere anzuspielen. Ihr habt hoffentlich einen kleinen, feinen Überblick über Dragonbane bekommen und ein Gefühl für dieses meiner Meinung nach doch großartige, bisschen oldschoolige Spiel. Ich hoffe, auch der Chat hat ein bisschen was gelernt. Und wie ich schon gesagt habe, guckt gerne morgen beim Uhrwerk Verlag vorbei. Die wollen da auch noch mal einen Stream zum deutschen Crowdfunding machen, der, ich glaube, jetzt auch die Late Pledges schließen, glaube ich. Demnächst. Ja, ich irgendwann. Ich meine, da wollten sie morgen was mitmachen. Also wer noch ins deutsche Crowdfunding mit einsteigen möchte, heute ist noch Zeit, auf jeden Fall, und morgen früh vielleicht auch noch. Und wer es noch möchte, einfach mal bei uns auf dem Discord in den Kanal Stream Fan Art gucken. Da gibt es einen Erpelritter, der wirklich wütend guckt. Ja. Also es ist, die Erpel hier laufen ein bisschen aufrechter, aber es ist der Hammer. Wie großartig. Wie wütend diese Ente toll, guckt. Ja. Wie unglaublich wütend diese Ente guckt. Sie ist, Vielen Dank, liebe Felia Fox. Super gezeichnet. Sehr schön, sehr hervorragend. Schön. Herzlichen dafür. Ja, das war's von mir für heute. Das Wort geht an das Lama. Gut, dann bedanken wir uns bei euch, dass ihr zugeschaut habt bei diesem doch recht spontanen Stream heute Abend. Ich bedanke mich an Kregen, der auch noch so ganz spontan eingesprungen ist, und an Jocke, der einfach gesagt hat, nachdem der andere Stream ausfällt, ich mach das heute. Also vielen, vielen Dank. Danke an Isuna und Lia, dass ihr dabei wart. Ich glaube, das kann viel Spaß machen. Ich hoffe, ich habe nicht zu laut ins Mikrofon gebrüllt. Aber ich habe hier technisch... War ich der Lauteste. Ja, ja, habe ich gesehen. Ich habe zwischendurch hart nachgeriegelt. Also es ist egal. Wir verabschieden uns von euch. Nicht nur für heute, sondern für diese Woche. Mit dem guten alten irischen Reisesegen. Möge der Wind in eurem Rücken niemals nach Ratte stinken. Gehabt euch wohl. Macht's gut, inshallah. Liebt euch, spielt Spiele und seid gut zueinander. Und die letzten Worte gehören wie immer unseren Sponsoren, als da wären. Charlie hat das schwarze T-Shirt, Delenia, Chani, René Kars, Gavi, Gorksan, Ben Riley, Ryan, Maildog, Whiteman, Hackelschosch, Ximides, Azrael, Dead Operator, Lord Xavi, Xaxis, Großbärzog, Naseweiß, Edelkirsche, Wunderwolf, Solid, Tornado, Lukas Cunningham, Alessa, Sir Olli, Bolli, Loki, Ivi, Phil, Regenbogenkrieger, Ashavi, Terakles, Isuna, Nyx, Totte, Giacomo vom Duck, Elbforenz, Torian, Romulus, Manni, Kriegen, Versuvan, Helmut, Zocker, Cookie, Simoriel, Gortian, Skava, Revan, Minokun, Elfenspalter, Nimrod, Travidian, Verteidiger, Milka, Lier, Black Forest Painting, Njörtopping, Tikap, Tamea, Kilgam, Wels, Darokotis und Karadein. Macht's gut. Habt noch einen schönen Abend und bis bald. Tschüssi.